So, live bin ich. Ich gehe jetzt auch mal von Anfang an ins richtige Profil. Hi, Hona. Nein, Chloe! Leg dich wieder hin. Ja, so ist fein. Braves Katzi. Einmal den Schwanz geputzt, jetzt kann man sich da auch drauflegen. Supi. Was so, wolltest du sagen? Das Bild geschickt. Wovon nimmt das Bild? Von den Einstellungen, von den Fenstern. Aber wenn ich zum Beispiel der seitlichen Leiste was anklicken will, ja, wird es nicht angezeigt bei der, beim seitliche Leiste angeklickt. Warte, lass mich gucken, wovon du redest. Was hast denn du da drüber? Das Knoppi-Bild? Nein. Ach, versuch doch einfach live zu gehen, das ist ja nicht so schlimm. Zur Not, der erste Fail von mir war auch, warum auch immer, in 720p. Super war das. Da musst du auch noch später schauen, ob deine Skalierung richtig ist, ne? Und überprüf mal, ob die Maus da ist, wo deine Maus ist. Ich bin gerade nicht so richtig drin hier. Bei meinem Fenster, das ist als... Oh wow, sind da viele Elias. Geht hier gerade irgendwas ab oder was? Nee. Wieso sind da so viele Elias? 100 Bytes Altar-Rate. Fällt mir gerade auf. Ich versuche dich gerade in eine Gruppe zu laden. Ja, ich sehe es. Bei mir. Bei dem... Du hast doch für jedes Fenster auch diese Regler. Was für Regler? Ach, dass du es größer, kleiner machst? Ja, diese Pixel-Einstellungen. Ja. Was willst du damit? Halt komisch, kann ich halt nicht so einstellen wie ich. Wenn du quasi abschneiden willst, musst du Alt drücken, dann schneidest du ein bisschen von deinem Bild was ab. Ah, das ist jetzt echt nicht so wichtig. Das sind Sachen, die musst du während des Streams lernen einzustellen. Alt. Leute, es ist bald soweit, ne? Och, alt. Wenn du Alt gedrückt hältst und dann den Regler ziehst, dann schneidest du quasi das Bild ab. Ist total spannend. Das mache ich auch immer mit Chloe, wenn sie mir ein bisschen doof sitzt, dann muss ich sie immer hin und her alt schneiden, dass sie dann so aus. Dann ist sie ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer und das kommt ein bisschen immer drauf an. Wie ich Bock habe. Ach komm. Ich geh schon mal vor. Wäre Sand vielleicht, wenn er es hinkriegt. Vielleicht doch nicht. Wäre ja auch nicht. Mal gucken. Mit ganz viel Glück kriegen wir es heute noch mit. Aber ohne Katzen-Stream. Obwohl er Katzen hat. Werden nicht ausgebeutet wie bei Kelpi. Die liegt doch da ganz in Ruhe und entspannt. Ja, ist ein Elios. Ja, ja. Elios. 100 darf ich dich porten. Warte, ich glaube, der ist irgendwo oben. Teleport ist da. Ein Rang 1er. Painter. Okay, Quest. Das ist die Resist-Bubble, ne? Ne, das ist die normale Bubble. Was hat das jetzt abgebrochen bei ihm? Resistet halt irgendwie alles. Er hat halt gar kein Gear gehabt. Wow. Geh einfach bei mir auf Folgen. Ich mache ein paar Wege. Leute, ich weiß auch noch nicht, wie er auf Twitch heißt. Das hat er alles von mir geheim gehalten. Wir müssen ihn nachher suchen, ja? Der erste, der ihn im Chat findet, bei Twitch nachher findet, wir kriegen ja mit, wenn er live geht, der schreibt mir das bitte. Ja, ich würde das gerne wissen. Ich würde mir gerne anschauen, wie es bei ihm aussieht. Wenn du wüsstest, wie alt der Account jetzt schon ist? Alle Tage. Da ist doch Lachs. Ich habe doch gemerkt... Hallo, ich habe dir doch die ganze Zeit geholfen, den Shit einzustellen, Huna. Der Account war, bevor ich meinen Rechner umgestellt habe, wo der RAM neu war. Oder ja, besser kannst du mir teilen? Du teilst mir erst? Danke sehr. Du bist noch nicht fertig, ne?
Nein. Okay. Denn Leute, wir machen das hier gerade für euch, ja? Die Reger machen wir für euch, um herauszufinden, ob das Gerücht stimmt. Ach, Titel muss man jetzt auch noch machen mit hier. Ja, wenn du live gehst, musst du einen Titel machen. Und einen Tag, füg Ion dazu. Oh, halt, das Spiel ist das. Spiel? Ion. Und Tag? MMORPG habe ich drin und Ion halt. Ne, Ion geht nicht als Tag, einfach MMORPG. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, was meine Tags sind. MMO. Hi Rose! Ha, ich dachte, du wolltest essen gehen. Dann lass einfach keinen Tag. Oder halt, wenn Ion geht, dann mach Ion rein, wenn nicht, dann halt keiner. Rose, zwischenzeitlich, ich habe einen Energy Drink getrunken. Ich konnte nicht schlafen, aber der Energy Drink hat geholfen. Mittlerweile bin ich wieder halbwegs wach. Ach, deine Maus ist noch nicht da, okay. Hab ich's weggelassen. Weißt du, der Idios liegt hier immer noch. Ich habe so langsam das Gefühl, als würden wir gepostet. Nicht so schlimm. Ich krieg eh volle Kanne auf die Hucke. Das ist kein Mob. Ach, das ist echt angenehm, hier die Mobs hier solo zu machen. Unten im Vorschau ist das normal. Ja, ja, die hast du immer da so klein. Hi! Aber oben steht nichts. Meine Tags sind Deutsch und MMORPG. Okay, danke, Rose. Böser Mob. Dann bin ich live. Du hast noch was für mich? Okay. Oh, warte, ich bin auf PvP-Gear. Kein Wunder, dass das so schnell geht. Du bist live! Beide Huna ist live. Danke, ich dachte schon, ich krieg schon gar keinen Heal mehr. Whoops. Du hast subscribed. Danke sehr, Splitface. Danke, danke, danke. Ich kann euch was sagen. Es sind jetzt schon, also wo ich nachgeguckt hatte, leider waren es die ganz oben. Ich keine Ahnung. Aber es sind sogar Emotes schon da. Zwei Knoll-Emotes, als ich gestern nachgeguckt hatte, gestern Nacht irgendwann mal. Was war das denn? Doch, wirklich online. Fidget sind schon da. Aber ich glaube, das sind nur die von den beiden. Okay, meine Emote-Einstellungen konnten nicht aufgerufen werden. Jetzt aber. Hey, jetzt ist wieder ausstehend. Nee, what the fuck? KP, what the fuck ist da? Genau, da ist es. Splitface ist der erste Benutzer. Irgendwie ist es live, okay. Warte, ich muss, ich habe sie ja versprochen, ich muss Ayumi anschreiben, dass das Emote da ist. Das hatte ich der versprochen. So. Ja, aber wenn ich auf ja der Account andere. Gehe. Ich weiß nicht, Tier 2 ist auch einer. Ich muss für jeden Tier einen eingeben, ne? Wenn wir, Evarian, direkt mal. Ist halt echt so dieser What the fuck-Blick. Wir können es auch anders betiteln, ne? Wenn ihr da eine andere Impression zu habt. Ich finde, in gewisser Weise ist das auch so ein leicht verliebter Blick, oder? So ganz leicht. Und wer weiß, wann der Laser dann vom System freigeschaltet wird. Freuen wir uns alle drauf. Ach, renn doch mal nicht so weit vor, Kirby. Doch. Renn, 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 renn. Wenn ich aber unter Ion gucke, finde ich mich nicht. Wahrscheinlich, ja. Nee, ich habe gerade Ion eingegeben bei der Suche und da wäre. Also wird da unten das bei dir als live angezeigt? Da oben ist so eine Live-Zeit. Ja. Hi, Ayumi. Und ja, es ist da. Ich meine, wenn ich bei Twitch gucke. Warte mal, ich schicke dir den Link. Ja, dann schicken wir mal. Nach dem Raid? Ja, ja. Es ist Montag, oder? Habe ich einen ganzen Tag verpennt? Raid. Ich habe doch gar nicht geschlafen. Heute ist kein Raid. Baby, wenn ich da gucke, finde ich mich nicht. KP, Herbert. Wie heißt denn du? Vielleicht muss man dich einfach mit einem Namen hersuchen. Vielleicht wirst du halt einfach nicht unter Deutsch. Keine Ahnung. Also, wenn bei dir bei Streamlab steht da, dass du live bist? Lambros. Oben, ja, seit 3 Minuten 16, 17. Vielleicht dauert es einfach. Also, Leute, wenn jemand Huna findet, gib mir Bescheid. Ja, Vera Sanders Emote ist da. Ist das nicht geil? Wenn du mich kennst, Kevin, müsstest du drauf kommen können. Jetzt ernsthaft, SMB? Nein. Taube, 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 Taube.
gutes Ding. Scheiße, ich habe vorher keine Erosion drauf gemacht. Ah! Silence ist drauf. Dein Silence ist drauf. Ah! Okay, ein Autotag hat gereicht. Nee, nicht. Du hast da irgendwie dich vertippt. Bei was? Da bin Alter. Ich wohl tot und Lugo. Alter. Aua. Geiles Gear. Gut, ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal zum. Vertippt? Ayomi wollte das Emote machen, hat aber irgendwie voll. Keine Ahnung, die Zuschauer? E's haben nicht geklappt. Du hast einen Zuschauer? Leute, irgendwer hat Huna gefunden. Da bin ich das selbst, weil ich bin. Irgendwer hat Huna gefunden. Nee, sorry, Jona, ich finde dich nicht. Ich suche mal einfach Aion. Da ist irgendwer mit Brüsten, das ist er nicht. Das wüsste ich. Da. Okay, 70. Ja. Hm. Ernsthaft, Huna? Du heißt Prinzessin Huna? Er heißt halt einfach Prinzessin Huna. Huna Hau, bitte, ja. Ja, okay, Prinzesschen. Ist okay. Okay, wir haben dich gefunden. Schönes Ding. Oh, wow, wieso ist das bei dir so komisch eingestellt? Du hast das Spiel nicht auf Max gezogen. So mal fürs nächste Mal. Guck mal, meine Leute können bei dir das KP What the Fuck reinposten. Das ist das geil. Ja, ich hab das Spiel nicht auf Max, ja, ich weiß. Ja, nee, aber du kannst trotzdem das so ziehen. Du kannst quasi den Regler, dass du das einfach so weit rüberziehst, dass es aussieht, als hättest du auf Max. Okay. Variant Nonaka kommt erst so um 21 Uhr rum und dann machen wir Elumiel, um den garantierten Kill zu kriegen. Wir müssen zum Altar-Raid, lieber Hau. Lass uns mal wohin. Ich würde sagen, einer der goldenen 6, 5, was ist das? 10 oder 8? Welche Richtung fliegen die alle? Fliegen die 6 oder 5? Lass mal zur 6 fliegen erstmal. Dein Deutsch ist noch Ende. Ja, also sieht ein bisschen scheiße. Das kannst du währenddessen machen. Nee, auch unten. Ja, ja, genau. Das kannst du währenddessen machen. Du musst nur diesen Zieher da kriegen. Du musst halt aufs Bild klicken und dann kannst du ziehen. Ja. Wenn du da, wo die Kamera ist. Nonaka Stream via Plus. Nee, tut mir leid, da werden alle frustriert. Wenn Nonaka plust, dann lösche ich mich. Ja? Dann haben wir das perfekte Pendant zu meinem Plusen, wo, ja, ihr habt es alle gesehen, ne? Das ist nämlich, ja. Möchtest du erklären, wieso du Prinzessin Hunahau heißt? Liebes Prinzessin. Er ist nicht schwul, wer das jetzt denkt. Ja, okay. Just saying. Ah ja, warte, darf ich ganz kurz? Liebe Leute auf dem Huna-Stream, die weibliche Stimme ist nicht Huna, selbst wenn dort Prinzessin Hunahau steht. Nein. Gut, kann man wissen, wie man... Och, nicht angreifen. Pfui, pfui, pfui. Krieg ich einfach einen Stoke drauf. What the hell? Okay. Okay. Ey, ganz ehrlich, Huna, ich brauche einen dritten Bildschirm, um deinen Stream zu sehen. Ehrlich, muss mir einen dritten Bildschirm holen, Leute. Huna, wieso kann ich dir nicht schieren? Huna, man kann erst schieren, wenn jemand affiliiert ist. Deswegen könnt ihr ihm nicht schieren, Leute. Wo müssen die jetzt hin? Wo sind denn? Ah, da vorne. Okay, ich schaue wieder auf den Boden. Weibliche Stimme. Oh, Huna hat voll die weibliche Stimme. Lass die mal seine richtig weibliche Stimme machen. Wo willst du bitte? 6666. Huna, der kleine weibliche Streamer. Ah, ja. Ich kann aber das Seelen-Emote machen. Warte, was? Ich muss dir folgen. Ja, wo ist die heißt? So, Leute. Da habt ihr das Seelen-Emote gepostet. Ich kann das nämlich machen. Easy. Boah, Junge, du musst deine Chatbox größer machen. Das geht gar nicht. Da kann man ja gar nichts lesen. Die musst du größer ziehen. Danke, Ayumi. Ach, Evarian, reicht, wenn du hier bist. Ich lese ihm vor. Danke sehr fürs Schieren, Ayumi. Ich richte das Huhn aus, dass er schlecht ist und keinen Schier kriegen kann. Boah, was?
Bella, warte mal, warte. Ja, da ist so eine ganz kleine Chatbox, Leute. Quatsch. Bei ihm. Krass, ne? Ja, ist ja. Warte. Deine Maus ist offset. Ona. Deine Maus ist zu weit nach links. Die ist offset. Die ist nicht da, wo sie ist. Das ist entweder, dass du deinem Bildschirm die Skalierung wirklich festsetzen musst. Sie darf nicht auf automatisch stehen, sondern wirklich auf deiner Bildschirmgröße. Oder du nimmst gerade in 720p auf. Dann könnte das auch sein. Lass mal kurz gucken. Keine Ahnung, von was du redest, aber gut. Du hast 720. Du hast doch einen Full-HD-Bildschirm, richtig? Ich glaube, ja. Du skalierst gerade runter in 720p. Hi. Kann man das einstellen? Das kannst du während des Streams nicht machen. Leb jetzt heute damit. Ansonsten, wenn du auf Einstellungen gehst, bei Ausgabe, bisschen runterscrollst, da steht irgendwo was in Skalierung. Ne? Und dann musst du halt einfach sagen... Erzähl mir das. Genau. Einfach später, wenn ich es mache. Ja, ja. Ich glaube, bei der 6 wird nichts, weil ich sehe hier gerade haufenweise Tauben. Ja, ist okay. Komm her. Kommst du nicht durch, dann porte ich dich. Nein, wie viele Tauben gerade hier vor mir laufen? Wenn du wüsstest, wie viele Asmus hier rumlaufen. Variant, ich würde mal sagen, du hast sie Huna genannt. Du hast immer noch nicht dein Huna, dein Prinzessin erklärt, liebes Prinzessin. Eine oh Bella. Wow, die Idiosmorphen hier. Die Idiosmorphen hier. Nee, oder doch nicht? Warum Prinzessin? Weil... Idios Ink. Kleid der Prinzessin ist. Ja, Huna steht total aus Kleid der Prinzessin. Der hat das hunderte tausend Mal. Leute, wir haben ja PvP. Oft nicht. Wo bleibt der Port und so, hä? Achso, ich dachte, du willst nicht ins PvP rein. Ich muss mal kotzen. Nein, ich wurde unterbrochen. Ich bin tot. Ja, ehrlich, Asmus, was macht ihr da? Wie geil sind die? Asmus gerade aufs Tor. Hey, da kommt PvP. Egal. Oh, Entschuldigung, Chloe, ich wollte dich nicht wecken. Entschuldigung, Maschen. Ich bin ja wieder ruhig. Chloe ist voll das gute Antistressmittel. Ist euch das mal aufgefallen? Chloe ist da direkt beruhigt. What do you want? Huna, da die Idios gerade so stark gemorpht haben, gebe ich dir die Empfehlung, lass uns zu einem anderen gehen. Ich entscheide mich für den dritten Altar und geh mal gucken. Das Portal für den dritten Altar kannst du nehmen. Soll ich dich porten? Patrick, ja. Leute, er ist gerade echt mit Luna aufgestanden. Okay. Okay. Du machst gerade Rücke? Ja gut, dann kannst du ja easy hier selber hinkommen durchs Portal. Wenn wir Glück haben, sind hier Asmus. Sechster Altar wurde gemorpht. Ja, es sind Asmo-Wachen zumindest. Hier ist Thor schon tot. Hier sind, wenn, dann Asmus drinne. Jo, das ist unsere. Ich muss mal ein, zwei Mobs killen, sonst kriege ich hier gar nichts. Danke sehr für Stirn-Split. 500? Splitface! Wie kannst du? Danke. Tausend Dank. Nein, wird es niemals geben. Was? Das wird es niemals geben. Eine Catcam. Ja. Oh, ich bin für eine Facecam von Huna, Leute. Ich will unbedingt. Wusstet ihr, dass ich nicht weiß, wie Huna aussieht? Guten Abend, Jemballa, und danke sehr noch fürs Folgen. Ich hab's gesehen. Beziehungsweise ich kriege immer instant eine Nachricht aufs Handy und ich so, hä, wieso Nachricht aufs Handy? Und dann sehe ich so, oh, mir hat jemand gefolgt und dann freue ich mich immer wieder. Ich freue mich bei allem, was er tut, echt. Laufen, TF. Na, ich bin jetzt. Warte, wie viele Tage bin ich jetzt durchgehend? Also nicht nur durchgehend, sondern abends immer online. Schon eine Zeit lang, ne? Ja, weißt du, erst haben wir angefangen mit Hashtag Huna Stream. Das hat er jetzt ausgeführt. Und jetzt kommt der nächste, Hashtag Huna Cam. Nein. Tja, Leute, wir bringen Huna noch zum Cam Girl. What? Leute, was haltet ihr davon, wenn das nächste Emote ein RIP-Emote wird? Ich meine, so oft wie ich sterbe, ist das eigentlich angebracht, oder? Wollt ihr das haben? Dann da muss ich halt nur eins irgendwie designen. Ja? Ja? Okay, gut. Welchen Sensenmann? Okay, das RIP-Emote ist definitiv jetzt bei mir im Auftrag. Ich muss so halt alles selber designen. Wobei, ich habe eigentlich eine Freundin, die Grafikdesign studiert, beziehungsweise eine Ausbildung macht, um genauer zu sein. Die könnte ich eigentlich fragen. Ist das nicht? Ja, es ist eine Ausbildung. Ausbildung ist ja ein riesiger Unterschied. Okay, aber sie könnte das machen. Naja.
Naja, ich kann es auch selber. Also ein Chloe-Gesicht zu nehmen, das zu verändern und dann da RIP reinzuschreiben, ist nicht so das Schwerste. Vielleicht machen wir auch eine Feder. Mal gucken. Wollt ihr eher eine Feder haben oder ein Chloe-Gesicht? Chloe-Gesicht, ne? Ja, Chloe-Gesicht. Ihr steht auf Chloe. Chloe, stehst du auch auf Lieder? Mäuschen, guck mal. Hallo. Oh, da muss jemand gehen. Oh, das ist süß. Und sie guckt wieder weg. Tut mir leid, Leute, es ist seine Katze. Sie macht, was sie will. Ja, Rose, du, das müsst ihr Meine entscheiden. beiden. Ne? Du kannst ja einen LP-Offizier. Kill-Counter als Chatbot reinmachen, dann kannst du wenigstens traurig sein. Das kann man? Ich muss mich echt noch mit einem Chatbot befassen. Da Ne? geht's nicht, ich hab mich verbuggt. Du hast dich verbuggt? Nein, ich hab's wieder raus. Okay, sonst hätte ich dich jetzt geportet. Isabella? Das ist nicht ganz gut, hä? Hast du jetzt dein Chatting schon großgeschrieben? Boah, 100 halt. Alter, sag mal, hast du da so einen Korea-Chat? Ach nee, warte, das ist EP, AP, GP, okay. Ich dachte, da stehen irgendwelche koreanische Buchstaben bei dir. Ich dachte schon, what the fuck geht denn bei dir ab? Grabstein mit RIP Chloe drauf. Das Problem ist, ich habe ja nur begrenzte Pixel, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es bei dem Chloe-Emote seht, aber so richtig top ist das ja nicht, ne? Es sind ja nur 112 Pixel. Was, Kelfi? Oh, Splitface will sich an Schierplatz 1 kämpfen. Ich möchte hier kein Schierbattle, ne? Ihr wisst das. Ihr macht mir damit einen Herzinfarkt, wenn ihr das macht. Alter Mädel. Ja, bitte. Ja, Ayumi, Batman hat. Batman, sag ich schon, tut mir leid. Just Dominic hat's versucht, Mobster. Bobgott hat's versucht und bisher kämpft sich Ayumi wacker noch am Platz 1 und versucht sich da zu halten. Ihr seid halt alle viel zu lieb zu mir, ne? Ich hab das gar nicht verdient. Jo, hast du auch nicht. Doofkopf, das sagt man nur so. Huna bombt mich immer, dass ich keinen Schaden mache und Co. Und mal ehrlich, Waku. Keine Ahnung, wie ich das jetzt so einfach jetzt mache. Du hast aufgehört zu spielen, du hast keine Berechtigung, auch nur irgendetwas zu sagen. Und du hast deinen Account verkauft, also von daher. Meinst Tobi Rama? Tobirama, ja. Ach, der. Und ob jetzt Waku der alte Tobirama ist oder der den Account gekauft hat, so oder so ist es nicht deine Leistung. Oh, danke, Ayumi. Naja, das eigentlich nicht. Ich meine, ich setze mich hier nur hin und mache das, was mir Spaß macht. Jetzt nehmen wir den Teleporter in die Mitte. Und danke Warte mal sehr fürs da, Schieren. Oh, eigentlich. danke sehr für die ganzen Herzchen. Dann Kirby während des Streams. Ihr könnt gerne Fanarts machen. Wisst ihr was? Dann blende ich die am Ende vom PvP vielleicht ein oder so. Wenn ich da eh Aussieht bearbeite. der vierte? Ja, so es teilen sich aber die auch auf, ne? Vier ist halt ohne Buff, es sind alle mit Buff schon außer der 10. halt schon eingenommen. Ich weiß nicht, wo ich hier hinspringen muss, ehrlich. Ach ja, der vierte ist halt immer mega weit entfernt, ne? Von mir. Ach so, du meinst meinen Char. Alles gut. Ich dachte gerade so. Rose, du kommst mich nicht spontan besuchen und machst ein Bild von mir. Das wäre ein Scheiße. Ja, gut, okay, wir nehmen den Teleporter, der drin ist. Stimmt, da war ja was, da kann man ja. Ach, Leute, wenn ihr das machen wollt, gebt mir Bescheid. Dann ziehe ich den Die Elf vernünftigen ist Skin offline. ab und nicht den hässlichen. Gibt nur noch den Grunde nach die 2 und die. Neun, die 10. Und. Ich würde schon fast sagen, die 2. Die 9. Da ist gerade eine Taube gestorben. Ja, hoffen wir mal, dass es bei die Asmus dort sind. Macht euch damit keinen Stress, ne? Also, ihr könnt. Ich finde euch alle super nett. Ihr könnt mir einschicken, was ihr wollt.
Find alle Bilder von euch super. Aber ihr seid zu nichts gezwungen. Wir machen das alle ganz cool gemeinsam. Ja, es gibt noch zwei Altare. Und der ist jetzt grün? Ja, der ist grün, scheiße. Ob ich mich da jetzt killen lasse oder ob ich runterspringe, das macht keinen Unterschied. Doch. Hauptsache, ich habe noch ein Herz am Ende bekommen. Danke sehr, lieber Elios. Ach. Reicht das? Reicht das? Das? Oh ja, das reicht auf alle Fälle. Ein Punkt. What do you want? Zwei oder zehn, sieben. Zwei oder sieben, was? Zweiter Altar, siebter Altar. Zweiter Altar. Lol, Glückwunsch an Ayumi und Teddy. Ihr habt einen Altar eingenommen. Ihr kleinen Krassen. Ja, da musst du den Windstream nehmen. Ich bin gleich schon da. Kann ich machen. Ja. So, mal sehen, wie es hier aussieht. Sieht hier ganz schön Elios-sich aus. Sind Elios drin? Sind viele Elios drin? Wir haben keinen Buff. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Boss ist aber noch ganz schön voll, ne? Pfui, lass mich in Ruhe, du böser, böser Gnadi. Hauptsache, also halt mit Port. Zwei, doch, ich port dich her. Ich port dich her. Dann fliegst du wieder aus der Gruppe. Wie mich halt. Okay, der hat mich gezogen, aber der andere ist halt einfach wirklich stumpf an mir vorbeigelaufen. Ja, eure Legi ist richtig krass, aber vor allem zu abends einen Altar einzunehmen, ist halt schon. Ja, jetzt schaffen das. Jetzt sind die meisten da. Ja, zu spät. Okay, schade, schade. Schade, Banane. Wir haben nur einen einzigen bekommen. Und noch ein bisschen AP, gut. Variant, das kommt ein bisschen immer drauf an. Hi, Mo. Kommt immer ein bisschen drauf an, wenn du digital zeichnest, wenn du diese Panels hast, weißt du, wo du den Grunde nach selber richtig drauf zeichnest. Es kann schon ganz cool sein. Aber ich bin halt null talentiert, was Zeichnen angeht. Na, ich kann halt echt nicht zeichnen. Über ein Strichmännchen geht's bei mir nicht hinaus. Figuren und Co. ja, aber alles, was mit Menschen zusammenhängt, Gott nein. Auch dreidimensional, kein Ding, das kann ich alles. Wenn es nur um die Technik geht, ja, aber kreativ und ja. Ach, das war nur Teddy, okay. 5 Stadium. Da hätten wir lieber die Rega weitermachen sollen, Huna. Verdammt. Rausgehen sollen. Scheiße. Mo, du kannst es versuchen. Du weißt halt nicht, wie ich aussehe. Hallo, Ajax Plague? No. Könnt ihr machen. Leute, was wir erstmal machen. Chloe, Schatz. Ja, Mama, dreh dich mal um. So kann dich ja niemand sehen. Huna, ich habe übrigens herausgefunden, was ich in der Klausur falsch gemacht habe. Ich hätte einfach einen Schritt weitermachen müssen. Ich habe mich gewundert, warum da ein 30. rauskam, aber ein 30. war halt wirklich einfach das richtige Ergebnis. Ich hätte das einfach dann weiter einsetzen müssen. Mich hat das so geärgert. Ich habe da irgendwie 10 Minuten lang wirklich, ich habe verschwendet und saß vor dieser Gleichung. Ich so, hä, was hast denn du da gerade falsch gerechnet? Ich kam nicht drauf, ne? Weil ich ja auch nichts falsch gerechnet hatte. Ich so, hä? Ich habe voll viel Zeit damit. Danke fürs Herz. Variant. Ich habe voll viel Zeit verschwendet. Also, jetzt die Quest weitermachen oder was? Ja. Kuss. Was sind Copix? Oder Copix? Alter. Da richtig bin ich drauf. Meine Katze. Nicht, Baby. Okay. Der Mob hier. Weg, Bella, damit ich auch mal wieder was sehe. Böse Bella. Ist nicht so brav wie Chloe. Ein großer Dichter, Mo. Ja, von deinen Gedichten durfte ich ja schon. Wo bleibst du? Ich bin beim Rennen. Ich wusste noch nicht, dass du hinten bist. Sorry, ich komme gerade erst an. Du kannst den Mob machen. Mach ihn. Ja, nee. Doch. Der macht mich. Okay, dann renn ein bisschen in meine Richtung. Da vorne ist er, rechts. Der ist eine Asse und der hat den Buff drauf. Okay, ich bin jetzt gleich bei dir. Weißt du, da kommt halt der Mob angerannt, ne? Ja. Okay, hab ihn. Der hat halt wirklich Autotext des Todes.
Ja, aber die alkoholbasierten Marker sind halt sauteuer. Ah, das sind Stifte, okay. Danke, Rose. Wieso weißt du das? Machst du dein Loot Mule an? Wollen wir nebenbei in die Anmeldung für Erdritt reingehen? Da können wir zur Not auch AFK sein und trotzdem Ichum abstauben, ja? Gruppeneintritt? Ja, komm mal. Gruppeneintritt. Verdammt, jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Schaden gekriegt habe. PvP, gell? Ja. Weige, geht doch. Also, liebe Leute, Mo sucht einen Duo-LOL-Partner. Wer möchte, darf sich gerne bei Mo melden. Ah ja, eben als ich meinte, ich kenne jemanden mit der Ausbildung bei Grafik, meinte ich nicht Rose in diesem Fall tatsächlicherweise. Selbst wenn das ein lustiger Zufall ist. Oh, Cabby, die Anordnung der Chat etc. Kann ich das während des Livestreams machen? Du gehst darauf, auf dieses, du bist ja momentan auf die drei Striche, wo der Punkt ist, da links. Drei Striche? Du hast das große Bild da, ne? Nein. Du hast das kleine Bild und in dem steht so Follow, 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 ne? Du musst auf die Kamera gehen. Auf diese Oldschool-Kamera. Oldschool-Kamera? Ja, ganz links oben die erste Zeichen. Doch, hast du. Ach, da. Auf Studio. Und dann gehst du auf deine Chatbox, klickst sie an. Ah. Unten in der Leiste und dann kannst du sie ziehen. Größer ziehen oder was? Ja, ein bisschen größer ziehen. Und dann kannst du auch gleichzeitig dein Bild anpassen. Ja, und wie macht man? Indem du auf die Game Capture Aufnahme nimmst und du ziehst halt einfach ein bisschen, dass es passt. Platzierst zumindest mittig. Oder was bei dir sich anbieten würde, ist, dass du später dann ganz oben Balken hast, wo letzter Follow und sowas drin steht. Das passt sich bei dir an, wenn es eh halt ein bisschen kleiner ist, ne? Oh lol, wir haben was im Chat stehen. Dieser Painter, was ist das für eine Klasse? So viel Damage und so nervig. So. Keine Ahnung, wie ich Schüsse einstelle. Ja, Variant, dein WTF passt ja gut. Ja, ich zeig's dir später. Aber Chat hast du jetzt geändert? Ja, den habe ich ein bisschen größer gemacht. Ja. Wir haben einen Entry, lass uns kurz auf den Mob bitte killen. Rose, ich glaube, ich habe auch noch nie eine Zeichnung von dir gesehen. Ich würde mal sagen, wir stellen uns hier oben hin. Gar nicht so eine dumme Idee. Ich komme nicht hoch. Jetzt. Oh, wow. Das sind echt teure Stifte, Leute. Ach ja, wir wollen ja mal kurz wieder angeben. Ne? Live, da wollte ich hin. Ah, okay. Rose, okay. Guten Appetit mit der Pizza übrigens. Aktiv oder pass? AFK? Erstmal aktiv. Mal weg hier, Bella. Geh weg, geh weg. Alter, wir sind halt nur Stoff. Guckt euch das mal an. Wir sind nichts anderes als Stoff. Wegen gerade auf meine Frage. Fuck, ich weiß noch nicht mal, wer was ist. Okay, Huna ist der einzige Bade. Das sind Painter und das ist ein Mage, oder? Ja. Was geht mit der Gruppe ab? Danke sehr, JK Powder. Ach ja. Willkommen zurück. Ich habe mich lange nicht mehr gelesen. Ja, danke euch. Ich meine, die können mich nicht so durchcarryen, wie ihr es gemacht habt. Ich glaube sogar, in dem Fall habe ich ja das beste PvP-Gear und das hat was zu sagen. Nein. Okay, abgesehen jetzt von Huna. Ihr seid ja richtig, richtig engagierte Zeichner hier. Krass. Na? Und im Notfall kriegen wir halt nur so ein bisschen Ethium. Ist nicht auch nicht schlimm. Man weiß halt nie, wenn wir jetzt auch in der Gegner... Chloe, riech nicht so an deinem Fuß. Guckt euch das mal an. Einen wunderschönen guten Abend dir auch, Miss Kaffeefee. Größer oder nicht größer? Hab bei dir gerade nicht mehr geguckt. Huna, wir müssen... Geht los. Ja, ich seh's. Was? Bart-Buffs. Ja, Huna, Baden-Buffs, ne? Oh, Leute, der will halt direkt draufgehen. Was ist denn das für ein Typi? Haben wir echt Stamm? Wir haben... Doch, das ist eine Stammi. Ich habe gleich die Klassen angeguckt, Leute. Profi on... Ja, wir können halt direkt AFK gehen, ne?
alles. 4. Was macht der da? So funktioniert das nicht. Boah, das ist ey. Baby. Das sind Quentins. Ja, das geht halt gar nicht. Was sammeln, Marken, irgendwas? Nee, lass mal einfach rauflaufen. Ey, da habe ich keinen Bock. Was ist das? Wo ist denn hier die vernünftige Random-Kultur hin? Auch nicht mehr. Die können ja gar nichts mehr. Ach, Bella, und du störst. Mal bitte weg, Schatzi. Ich irgendwas, was irgendwie einen anderen Akku hat? Nee, okay. Sie halten sich zumindest an die 1. Der SM hat unseren Typen im Target. Ja, gut. Jetzt weißt du, warum die Frage war, AFK oder nicht? AFK. Gut. AFK. Weißt du, das ist halt unglaublich. Leute. Ja, selbst Chloe ist upside down. Oh Gott, ist das grad süß. Una, guck mal. Una, komm mal gucken. Musst du gerade flamen. Oh Gott, ist das süß. Aber deine Mutter kann keinen. Ja, wirklich, das war gerade einfach nur traurig. Unglaublich. Wirklich. Wieso ist der einfach so da, Huna, mal ganz ehrlich, mach mal die Chatbox so, dass dein gesamter linker Bereich da bis zu deinem Skill mit dem Ausrufen und bis hoch zu dem, bis zur Zeit ausgeführt wird von der Chatbox, sonst ist das wirklich zu klein. You just run to them without time for marking or anything. So, hab jetzt einen halben Bildschirm. Größer oder? Halber Bildschirm, what the fuck? Du sollst nur da vorne rechts? Muss halt irgendwann mal was schreiben. Sekunde, ich schreib mal was. Ich kann ja mein geiles Emote da reinposten, ne Leute? Shit. Wo komme ich hin? Nee. Bis zu dem Melden. Bis zu dem Ausrufen. Ausrufen? Ja, bis zum Ausrufen. Nicht über deine Skills hinweg, sondern da, wo auch PvE und PvP-Gear ist. Bis dahin. Bis die Kante da. Ach, das meinst du? Mhm. So, Leute, jetzt sehe ich sie wieder bei euch. Ja, das Erdred-Highlight. Leute, wir beschäftigen uns jetzt einfach gerade mit Chloe. Ja, ist okay. Dann ziehst du ein bisschen weiter nach oben. Nee, dann wird das Ganze komplett groß. Größer. Du kannst auch die andere Ecke ziehen. Oder es du fässt das Ding an. Komplett. Baby. Klick mal die Seite an. Nur die Seite. Ja. Und halt mal Alt gedrückt und dann ziehst du. Nein. Hm, keine Ahnung. Vielleicht STG. Nein. Bei Alt passiert auch nichts. Hm. Keine Ahnung. Ich kann es bei mir so easy hin und her schneiden, also. Leute, wir hoffen mal, dass wir beim nächsten Mal. Ja, ne? Umschalt ist es, Madame. Ja, bei mir ist es alt. Oh, sie streckt sich. Oh, ist das süß? Guck mal da. Ah, ist das nicht drollig? Ich würde ja gerne mal mit denen abhängen gehen. Vor allem, die haben halt auch ein Random dazwischen, ne? Das sind nicht komplett nur Odin. Guck mal jetzt. Ja, warte, Sekunde. What? I'm not funny, but run at group is carry without carry. Nee, weiter nach oben. Wirklich. Nicht da unten. Weiter hoch geht's nicht. Hä? Das ist jetzt komplett. Du hast es an die untere Kante rangeschoben. Und du hast es. Es ist komplett von oben bis unten, das Fenster. Nee, dass es nicht so weit unten anfängt. Du hast das über deinen Skills drüber, deswegen kann man das halt kaum lesen und durch das Umschaltdrücken hast du die Skalierung geändert. Damit hast du so ein Matschgesichter. Ja, genau, ein bisschen. Ja, das war gut. Nee, nochmal nach oben. Ah, Leute. Nur Profis hier im Werk. Wollen wir mal versuchen? Wollen wir mal reinspringen? So, just for fun. Einmal mal schauen. Einfach mal schauen. Komm her. Probier's besser. Komm. Ich garantiere euch, der Assa steht da vorne am Halt. Attacke! Oh wow, ich werde nicht angegriffen. Nice! Ich gehe wieder zurück. Nein! Ich glaube, der hat einfach nicht damit gerechnet, dass ich rüberlaufe. Ah, war das gerade cool. Schön.
Guten Tag da oben, du da. Und guten Tag, du da, da hinten da. Kantor. Jetzt fehlt mir nur noch der Asser und der steht halt da. Warte mal, eins, zwei. Nee, keine Ahnung, wo der Asser steht. Ich garantiere euch, der steht da hinten am Feuer. Im Hide. Bestimmt. Wollen wir nochmal? Finde ich gut. Finde ich lustig. Ist okay, ich bin jetzt gleich tot. Wow, doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Aber irgendwie... Also Leute, mal ehrlich, was habt ihr für Gier? Eigentlich müssten die mich one-shotten. Na egal. Bin ich vorüber? Also, jetzt nichts gegen Apple-Software, aber jetzt erfahrungstechnisch, was ich an der Uni lerne, ist, dass ihr ganz oft Probleme damit habt, weil es Uni-Software geht, die nicht kompatibel mit Apple ist, ne? Ja, du, meine Katze ist aber auch Mac nicht immer so. Immer mehr. Ja, ja, aber, ne? Ja, war es viel, viel schlimmer. Ich finde lustig, wie er dort die Emotes spammt bei ihm. Bild von deinem Schar schicken. Ach Gott, Ayumi, warte kurz. So, das rausmachen. Buff-Mule aus. Das rausmachen. Der Skin ist pottenhässlich. Den Skin anmachen. Wir machen mal F12 hin, damit wir nicht da hinten die hässlichen Namen sehen. Und Druck. F12 wieder reinmachen. So, dann schicken wir das mal Ayumi, damit sie mich... Ah, das war schon mal das Richtige, ne? So ist schon viel besser. Huna, jetzt ist dein Bild zumindest... Nein, das war ein bisschen zu weit. Du solltest schon deine Leiste da rechts mit reinlassen. Ich würde es nicht nach unten ziehen. Wenn du es nach unten ziehst... Ah, okay, es geht noch. Doch, ist okay. Es sieht ein bisschen verschoben aus, aber das passt. Jetzt hast du zumindest das ganze Bild. Wir testen nochmal, wie sein Shirt ist. Alles gut. Ja, theoretisch ist es richtig, bis auf, dass du durch Umschalt ist ein bisschen verschoben hast. Ich empfehle einfach, den nochmal neu zu machen. Sollten wir die hören? Wen hört ihr nicht? Kannst du die Chatbox jetzt anders machen? Ich würde es einfach neu machen. Neu machen. Ja, Ayumi, warte, ich muss sie dir eben kurz noch schicken. WhatsApp Web. Pass gerade die Chatbox wieder ein bisschen an. Dahin, dorthin. Ach, Leute, immer den Ion-Screenshot-Ordner finden ist immer eine Qual, wenn ihr es bei Steam installiert habt. Das immer so 1000 Ordner anklicken, bevor ihr im Ion-Ordner ankommt und dann nochmal im Ion-Ordner 1000 Ordner anklicken, bevor man im Screenshots-Ordner ankommt. Immer toll. So, da hast du deinen Screenshot. Bitte sehr, habe ich geschickt. Variant, ich habe keine Nummer von dir. Ja, ist das gerade süß. Ansonsten, du bist doch sehr, oh Gott, Brüste, bewandert. Kannst du ja nochmal zurück im Stream gehen. Ah, das war gerade ein bisschen zu viel Boob-Action. Ja, dann warte kurz. Ich bin vollends da. Gleich wird das Feuer angemacht. Ich sag doch, der Asser steht da vorne im Hide. Ne? Da steht er. Danke sehr fürs Schieren. Auch ein Doppeljahr zurück an dich. Oh, es geht gerade putzig. Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann hier die Scheiße in Erdred absolut aushalten, wenn ich so eine süße Katze daneben liegen habe. Yeah. Hm. Wir gehen danach mal Adred rein. Adred könnt ihr nämlich auch eigentlich selbst mit Randoms auf jeden Fall einen Boss töten. Außer ihr habt halt wirklich gute Gegner, so wie die Gruppe, wo ich letztens mit war. Die haben es ja sogar geschafft, denen einen zu klauen. Bei Tablets, ganz ehrlich, in der Uni sind die meisten mit denen zufriedener, die Windows als Betriebssystem haben. Weil du halt da alles benutzen kannst, ohne dass es irgendwelche Kompatibilitätsprobleme gibt, ne? Viel Erfolg bei Kunax, beendet das Ding endlich, Leute. Ja, Katzis sind unglaublich süß. Hast mich PN'd? Sekunde. Ich möchte ungern, Sekunde. Warte mal, wir machen das anders.
Wo lädst du immer noch mal hoch? Bilder ab. Ich gebe einfach mal Bilder Upload ein. Image Banana. Image Banana geht sogar wieder. So, jetzt gebe ich hier die Möglichkeit, dass alle das kriegen. Das ist sonst unfair, wenn ich nur den beiden das gebe und euch nicht. Na, dann kriege ich dann wieder, ich will aber auch. Und dann habe ich auf einmal ganz viele Handynummern und dann haben vor allem ganz viele Leute meine Handynummer. Das wäre ein bisschen so. wir haben 2 Ulti-Ethium bekommen, also voll egal. Ist es halt echt. Meldet einfach an, zur Not verliert ihr, aber ihr kriegt das Ulti-Ethium. Das ist auf jeden Fall besser, als gar nicht erst reinzugehen. Screenshots, Aion-Nummer. Ich muss die bald mal wieder aussortieren, sind bald wieder 250. Jetzt hochladen. Sekunde, ich schaue gleich nach, was das für war. Erstmal muss ich den Link nehmen und dann poste ich ihn euch einmal rein. So. Ja, es kommt absolut aufs Studium an. Danke sehr fürs Hosten, Trophias. Danke. Dir einen schönen Abend, falls du offline gehst. Ich weiß nicht, ob das dein Host war, weil du keine... Ah ja, genau, ich muss ja Huna einladen, sonst kann er ja nichts. Was? Hat sie nicht gesagt, ne? PvE wieder anziehen, oder? Hab ich an. Und danke sehr fürs Schieren. An Ayumi. Hättest ja mal ein bisschen mehr CC machen können. Nee, ich war voll beschäftigt. Mit Nachdenken und so. Kannst du das? Ja, ich kann nachdenken. Unglaublich, ne? Beim nächsten Mal gibt's uns übrigens mit dem Baden-Buff. Das war ein bisschen lästig. Dann setzen der Tritt, oder was? Oh, nein, Splitface. Sowas wird's nicht geben. Na, verdammt jetzt. Was wird's nicht geben? Bestes Subgoal, 3 Monate in Folge gleich Kelpis Nummer. Lol. So, ich melde nochmal für R oder für A. Wofür möchtest du anmelden? Einfach an, kannst doch beides anmelden. Ja, gut, dann kommt. Was früher kommt, das Mal zuerst, ne? Oder so. Das Painter zuerst, machen wir das so. Das Koloristet zuerst. Ach, ich hasse dieses Wort. Kolorist. Kannst du mir gleich teilen? Ah, noch. Nee, also. Also, solange du keine Frau bist, ist es ganz schwer, meine Nummer ranzukommen. Und das ist auch nicht der Grund, wieso Ayumi meine Nummer hat. Ist klar. Sondern weil wir uns über Katzen unterhalten. Ist auch gut. Ja. Auch so behaupten. Ja, keine Ahnung. Manche sind ein bisschen creepy. Nichts gegen dich, Elvarian, das war jetzt keine Übergeneralisierung. Aber, keine Ahnung, das ist so. Ne? Ne? Alle verstehen, glaube ich, jetzt, was ich meine. So, mal sehen, wann wir ein Entry kriegen. Da kommt eine Taube angerannt, da kommen 2 Tauben angerannt. Sind jetzt wieder außerhalb der Kartenrange. Einmal teilen, bitte. Sekunde, kommt. Gleich jetzt. Ja, genau, das Wort, genau. Da ist so ein Typ, der läuft da einfach lang. So ein Rang 1er. Wir haben Entry. Ja. Für Erdritt. So Leute, jetzt hoffen wir mal, dass wir dieses Mal nicht solche Leute haben, die halt einfach sagen, GG, ich renn direkt in die Edios rein. Na. Ja, ist okay. Na. Wenn wir... Oh, wir haben Kleriker. Wenn wir wirklich... wer weiß, vielleicht gibt es dann auch weitere... Oh, sie streckt sich. Weitere Emotes, die Spaß machen. Perfekt. Also schreiben wir auf. Wir brauchen ein RIP mit Chloe Face. Was brauchen wir auch noch, Leute? Was wollt ihr noch haben? Was ist das, was danach kommen soll? Wir unterhalten uns über Katzen und Hunde. Ja, stimmt wirklich. Ich habe morgens ein Katzenfoto geschickt und sie hat morgens ein Hundefoto geschickt. 1A Konversation. So geht das, Leute. Und danke fürs Follow. So. Besser. Huch. Danke sehr fürs Follow, JK Powder. Danke. Ich habe immer Probleme. Ich will immer JK Rowling sagen bei deinem Namen, ne? Vielleicht ein GG? Glaub mir, das passiert nicht, dass ich GG mache. Da, also. Ja. Das wäre eher so ein ironisches GG nach dem Motto: ja, toll. GG, wir haben jemanden gezerrt. Das ist echt so. Sarkastisch, ja, genau, ein sarkastisches, ironisches GG, genau.
Ja, so, sowas wie Hype. Ne? Keine Ahnung, das Typische, was man da ja macht, ist Hype, ne? Fürs Erste könnt ihr sie ja WTFen, ne? Oder einfach mit Chloe Laser anstrahlen, sobald der Chloe Laser da ist. Weiter geht's. Wir sind nur 5 Leute. Die Idios sind... Geiles Ding, ne? Dann gehen wir mal nach rechts. Weil durch die Mitte zu laufen, wäre jetzt tödlich. Guck mal, guckt euch das mal. Die sind 4... Der eine ist halt weggegangen. Die kommen halt direkt. Okay, jetzt müssen wir einmal kurz springen, damit wir aus dem Target von den meisten kommen. Jetzt müssen wir hier runter und dann den Einzelnen hier angreifen, der warum auch immer. Alle haben ja... Okay, ich bin tot. 4! Kein 4. Freispruch! So, machen wir mal hier ein 4. Ne, es gibt keine 1. Der mag nicht. Greif mal mit mir den Painter. Alter, wer nicht krass gegen geht. Ja. Ja, der Laser ist T1. Leute, alles kommt jetzt hier. Das ist eine 1, das ist eine 1, der Kleriker. Warum der Kleriker? Ja, das haben wir auch gerade gefragt. Der Laser ist T1, der muss halt nur noch Dingitzen überprüft werden. Genauso ist in T2 auch noch was nicht überprüft. Vergessen. Ja, kannst vergessen. Das ich habe auch jetzt abgelehnt. Ja, also wir haben zwar doppelt Kleri, aber halt wir haben doppelt Support. Okay, der eine hat mittlerweile Wohlwollen aus, hat aber nicht das Damage-Ding an. Wir haben Gladi. Vielleicht beim Second Try. Kannst vergessen. Ja, vor allem, Alter, wie kompetent... Kompetent. Kompetent wird hier gemacht. Gar nicht. Wir haben Kleri, Kantor, Bade. Du kannst einen Supporter killen, das stört die einen Scheißdreck. Ja, die hatten, das eine war ein Gunner, was ich angegriffen hat, gar kein Painter. Ich dachte, ich hätte einen Painter am Target gehabt. Oder warum der nicht runtergeht? Ach nee, da unten ist er. LOL. Leute, guckt euch mal den Namen von dem Painter an. Kaipi. Ach, ihr könnt das nicht sehen. Der ist ernsthaft Kaipi. Wo ist er? Da. Kaipi. Ich fühle mich gekaipied. Das gut. Irgendwie... Oh lol, Chloes Kopf hängt da gerade so runter. Guckt euch das mal an. Da hängt er. Da hängt er. Das ist halt so ein richtiges RIP, ne? Aber das, wenn ich das screenshotte, ist das halt viel zu klein. Also viel zu viele Pixel. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist mein Name. Splitface. LOL, hello KP. Kalpi. I guess we AFK. We have 2 support clerics. It's just sad. Hey! No one. So people ehren oder was? Nee, nö. Alter. Hat gefressen. We first had no marks. And then... I don't know why, but our gunner decided to mark your cleric. And you have a... Chanter and your cleric will never die, and these low damage dudes think they can burst your cleric. Are your details open? Maybe I can just take a look. It's all time. Oh no, the details are closed. It's all time. Ja, alles gut. very funny to see how good the gear are. Oh. But as always, even if I die, I have the little Chloe beside me, which always makes me happy. You die. RIP. Just saying. Your friend killed you. I guess that counts as a kill for us. Ja, das ist, wenn die Leute den Namen falsch schreiben und, oh Leute, das ist immer, Namen falsch? Hm. Was? Ja, der eine, der Kelfi geschrieben hat und, es gab auch einen Faker, das war sogar ein SM, ne, der hat sich Kelpi mit II genannt und das hat mich so angepisst. Ich habe den angeschrieben und gesagt, der soll sich nicht weiterhin als ich an ausgeben. Das geht halt gar nicht, gar. Ja. I know that feeling.
But jetzt gleich noch. I would say you are pretty burnt. Ich mach mal was zu trinken. I'm wondering how this flying rat will taste. Fuck. Ja, aber genug mit Englisch. Ja. Schim, schim, schim. Direkt kommen sie rüber und streamsnipen. So in etwa. Naja, nicht wirklich. Hey, Baby. Ja. Ja, ganz ehrlich, wenn ihr wissen wollt, ob ich das bin, na erstmal schreibt mich an. Oder auch all meine Twinks, die wichtig sind, sind da unten verlinkt. Und Kelpie ist die Person mit Artist of Creation. Ich habe die Bubble und die Faker können diese Bubble nicht kriegen, außer es ist jemand von denen, der die hat und die sich umbenennen. Aber das ist wirklich unwahrscheinlich. Also die Kombination aus Name, Legi und Bubble ist sehr wahrscheinlich ich. Und dieses unangenehm Berührte, wenn mich jemand anschreibt und sich für Videos bedankt oder so. Ich bin da immer so, ja, danke, gerne. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ja, Chloe, ist okay. Schau mich nicht so verliebt an. Ja, du siehst alles upside down, ist okay. Einfach alles so sehen wie Chloe. Chloe sieht alles positiv. Sie schaut nämlich einfach anders herum. Läuft. Ja, mein Englisch ist richtig schlecht. Ich hab seit der Schulzeit, also seit 5, 6 Jahren nicht mehr Englisch gesprochen. Deswegen. Hör auf zu lügen. Außer so ganz kurz zwischendurch, ja. Hi, Lost Tigress. So zwischendurch, aber halt nicht so richtig. Kannst du viel Englisch reden? Nee, gar nicht. Ich hatte bisher einmal eine spanische Austauschschülerin, die bei mir in der Nähe wohnte und die nicht ganz wusste, wo sie hin musste und die ich dann gefahren habe. Ja. Hi, Gletscherbox. Die Katze ist unglaublich, ne? Aber sie hat nicht jeden Abend Lust und kann auch sein, dass sie sich nachher verabschiedet. Also, vielleicht wisst ihr, wie es mit Katzen ist. Katzen. Da wurde Spanisch lernen wolltest dann. Nee, das wollte ich sowieso. Das wollte ich schon seit der Schulzeit. Wir hatten halt damals kein Spanisch angeboten. So. Also Spanisch finde ich allgemein eine coole Sprache. Und es stört mich immer, wenn ich eine Serie schaue und dann Spanisch einfach nicht mit Untertitel übersetzt wird. Ich so, ich würde das gerne verstehen. Ja. Chloe, ist da was? Ihre Öhrchen zucken, ihre Köpfe bewegen sich hin und her. Sie zuckt. Hi! Ach, du schaust auf den Bildschirm. Okay. Ja, es blitzt ein bisschen. Ganz ehrlich, das Einzige, was hier on the point ist, ist die Cuteness von Chloe. Vielleicht sind deine Details jetzt offen. Nein, sind sie nicht. Feigling. Die kommen reingerannt. Könnt ihr mal, Alter, was geht mit euch ab? You will never kill me. Du kannst Spanisch, lol. I think you don't saw that I used right now my protection. Wow. Bisschen zu weit. And they all died. We can push, actually. Because they did this mistake. We have a existing chance to maybe turn this around. But our group members have to follow up. Entschuldigung, wir sind ja hier im deutschen Stream. Weil die gerade so hart gefailt haben, haben wir eine tatsächliche Chance, das Ding hier gerade umzudrehen. No? Aber es sind halt nur, die anderen sind halt AFK gegangen. Wären sie jetzt da, hätte es sogar klappen können, dass wir das Ding umdrehen. Aber jetzt ist der Idios, sind die Idios wieder da und jetzt ist es wieder vorbei. Mage gucken. Okay, ich sterbe. Alter, der Clary ist richtig gut. Der ist halt echt gut. Was? Aber, ja, ich bin schon wieder zu hinten. And the next one died. Chloe, was ist? Oh Gott, dein Gesicht gerade. Schatzi, alles gut? Ich sterbe nur ein bisschen im PvP. Alles supi. Namen, Tipster? Oh, mein kleines Baby.
Sag mal, Schatzi, was ist los mit dir? Hm? Kriegst du wenig Aufmerksamkeit? Ja. Ja. Warte, so sieht ein genießendes Gesicht aus. Da auch nochmal? Oh ja. Oh, jetzt fange ich an zu sabbern, das ist ekelhaft. Hey. Sagen, aber das kriegt Knoppy besser hin. Nee, ich finde Chloe total süß. Ja, jetzt. Gut, 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 gut. Mein Gesichtsausdruck. That was actually no try. We just react on your stupid try to kill us. Och nein, Französisch hatte ich damals ein halbes Jahr. Ich kann das nicht, ich verstehe die Sprache nicht. Ne? Oh, die ist so süß gerade. Was ist, Baby? Ja, ich habe verloren. Oh, schaut sie ganz entsetzt, Leute. Da schaust du ganz entsetzt, hä? Ui, 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 ui. Danke sehr fürs Folgen, Flamer. Gutti, 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 gutti. Gutti, 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 gutti. Oh ja, jetzt muss man sich putzen. Ich war anscheinend dreckig. Ach Gott. War dreckig. Wo bleibt der im Wald? Ich bin gerade erst da. Alles gut. Muss auch wieder rübergreifen. Ich hatte gerade die Hände an Chloe. PvE wieder anziehen. An. Ich hatte Latein tatsächlich in der Schule. Ich hatte sogar einen Austausch nach Italien. Ich meld mal eben an, ne? Für Adret. So. Nee. Gar nicht. Französisch ist die Sprache, wo die Schriftsprache und die mündliche Sprache am weitesten auseinander sind. Du lernst den Grund nach zwei Sprachen. Und Spanisch hingegen. Ey, Baby! Du musst nicht zum Bildschirm laufen. Alles gut? Oh Gott, sie kommt jetzt zum Bildschirm. Sie schaut sich das jetzt an. Wir wollen ihren Kopf eben sehen. Chloe, Baby. Na, Baby? Und tschüss. Flamer. First of all, I'm... I'm not that good geared, so, Wolltest du Englisch, Mann, wenn du sagst, das ist ein deutscher Stream. Yeah, that's Baby. All. Baby. I don't want to upset anyone with my gear. Baby. Ice Cream, also Englisch kann ich fließend verstehen, sprechen wirklich, mir fehlt die Routine. Aber warum sprichst du eigentlich, wenn du sagst, das ist ein deutscher Stream? Na, wenn eine englische Frage kommt, dann antworte ich auch auf Englisch. So gut es mir möglich ist. Vielleicht, Leute, kriegen wir auch irgendwann mal wieder eine Routine rein. Ah ja, ich wollte das eben schon sagen, aber hier, Ayumi, wenn du möchtest, darfst du mir Spanisch beibringen. Okay. Flamer, that's maybe on your server, so. But, on Loki. Loki. Odin. The most have Loki's their premade groups, or, they're just looking for some ulti gear. And, if I'm just taking cost of here. And I'm sad too. If I see that all the other have ulti gear and I'm dying all the time. Ja, aber man kann sich dann die Franzheit vom Hören anfangen, wenn du gerne Lust hast, aber ich bin kein guter Lehrer. Teilst du mir gleich? Oh Gott, hier ist mal runtergeflogen.
Nein, es gibt auch theoretisch an der Uni Spanischkurse. Aber mal ganz ehrlich, die allererste Sekunde, in der diese Spanischkurse offen geschaltet werden, bumm, voll. Das ist halt richtig ätzend. Weil es halt etwas ist, was man so gerne mal nebenbei macht. Und vor allem die Studium-Generale-Leute machen das halt ganz, ganz oft. Hi, Sepp! Ach, und an alle, die es noch nicht mitbekommen, das Chloe What the Fuck Emote ist da. Für euch alle, die subscribed haben. Also und Chloe. What the fuck? Lass mich das erst posten, dann bin ich da. Das ist da. Also wenn ihr es wollt. Also wenn ihr Subs seid, könnt ihr es jetzt nutzen. So herum wollte ich sagen. Ich will niemanden dazu auffordern, zu abonnieren hier. Meine Güte. Nehmt. Joey. Oh wow, meine Scherben sind wieder näher. Die Dinger verbrauchen sich auch. Ja, immer. Ich glaube, ich habe die Woche irgendwie 200.000 verbraucht oder so. Um an. Ja, keine Ahnung. Das geht halt einfach schneller mit. Und ich habe echt... Prinz, Tanz. Ich habe halt echt keine Lust, so ewig immer zu warten. Doktor, du hast nie Geduld. Ja, stimmt. Absolut. Gebe ich gerne zu. Ich habe keine Geduld. Oh wow, so etwas finde ich ganz, ganz schlimm. Also ja, es ist eine Lehrmethode. Aber mal ehrlich, kommst du einmal nicht hinterher, wirst du niemals in diesem Unterricht hinterherkommen, ne? Also sie hatte eine Lehrerin, wo durchgehend Spanisch geredet wurde, von Tag 1. Und du wirst halt einfach mit einer anderen Sprache konfrontiert und hast keine Basis. Das ist uff, hart. Ich sag euch, weil jetzt Chloe wieder da ist. Aber vorher mache ich das Licht wieder aus, weil ansonsten mich stört das selber, wenn das Licht immer an ist, weil es super hell ist. Ist halt eigentlich so eine. Ist halt ein Arbeitszimmer und ein Arbeitslicht. Ach, gleich da. Back hier. Die kratzt sich gerade am Kratzbaum, der im Flur ist. Ich habe bemerkt, dass meine im Wohnzimmer auch schon ganz schön abgekratzt ist. Ich sehe sie zwar nie daran kratzen, aber er ist übelst abgekratzt. Richtig geil. Anscheinend nimmt sie den immer nur dann, wenn ich nicht zu Hause bin. Was, ja. Vielleicht schämt sie sich dafür, sich im Wohnzimmer zu kratzen. Ich weiß es nicht. Oder nachts? Nee, nachts ist das Wohnzimmer zu. Weil dort, hat die ganzen Kabel und Co. Sie geht schon tagsüber gerne mal hinter den Fernseher und spielt da ein bisschen rum. Und das will ich nicht riskieren. Das Arbeitszimmer und das Wohnzimmer sind nachts zu. Entry, lass uns den Mob kennen und dann rein. Adret, Leute, Adret! Random Adret, aber egal. Zu zweit passt das. Battlezone eintreten, jetzt bitte. What the fuck, hat das lange gedauert? Oh, ich muss mich mal irgendwann auch bei OBS in Twitch einloggen. Ich bin wieder im Chat eingeloggt. Ja, hat aber auch eine schlechte Noten. Ich hatte in Französisch richtig schlechte Noten. Ich habe es geschafft, im Test eine 6 zu schreiben. Ich habe mich nie mündlich beteiligt. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf dem Halbjahreszeugnis eine 4 haben konnte. Kann sein, dass wir keine Gegner kriegen. Keine Gegner kriegen? Doch, hallo? Nein. Achso. Wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir den... Ja, Rush. Kann ich haben wir mal remember to loot fast. Birthday ink us. So. Hallo... Azariam? Ja, Azariam. Bei uns ist ja zu einem Teil erklärt, dann nur Spanisch. Hm. Ich habe das Gefühl, irgendwie war euer Spanischunterricht sehr, sehr mies. Die beiden anderen musst du auch. Hello! Ja, genau so kann man das auch machen. Na, weil die blinkt, deswegen geht's nicht. Achso. Hm. Super. Das. Also sonst hätte es Wichtige ist, Adret bringt euch in Etium-Sicht her, für AP schon, Etium-Sicht und für Mana-Steine, nicht für Mana-Steine, VZs und Co. gar nichts AFK zu sein. Adret müsst ihr aktiv die Bosse machen. Es gibt die beiden Typen hier, es gibt den, der da steht. Reimer ist manchmal nicht immer ab, Menehune kann ab sein und... Ich weiß, um echt zu sein, nicht, ob der später spawnt, eine Box haben kann. Kann ich dir nicht sagen. Im Fall gibt es mindestens 1, 2, 3, 4, die immer da sind und eventuell den 5.
Oh, hier ist nicht immer da. Brücke ist immer da. Ja. Das Beste war auch, ich bin dann einfach das zweite Halbjahr nicht mehr hingegangen. Los. Der Schwerkraft ist auch immer da. Und den meinst du in Schwerkraft, der dann später spawnt, der hat nichts. Hat nichts, okay, dann lohnt es. Okay, dann lohnt es noch nicht zu machen. Er bringt nur Punkte, wenn der wirklich. Ja. Und das, was der da macht, ist absolut unnotwendig. Also ich meine, er kriegt AP am Ende, ja. LKs, ich hatte Physik LK, Mathe LK und Deutsch LK. Deutsch LK nur, weil ich es nehmen musste. Ich war halt richtig bad in Deutsch. Oh, war aber auch mega anstrengend. Deutsch LK, ja. Unser, das Leistungsfach, Leistungskurs. Doppelte Anforderung, doppelte Punkte. Wird halt mehr gewichtet im Abi. Und die hat am Anfang gesagt, dass sie die Hälfte von uns raushauen wird. Ne, also wirklich 5 geben wird. Hat sie auch gemacht. Ne? Und am Ende, die hat gesagt, dass wir total die Faulen sind und niemand von uns das Abitur verdient hat. Und dass wir diesen Boss jetzt hier looten müssen. Looten. Hallo, looten. Looten. Die gehen halt einfach weiter. Leute, wir schaffen den nächsten nicht. Das ist eine Stamm. Guck mal, die kommen uns jetzt inken und wahrscheinlich schaffen wir es nicht mehr. Weißt du, was für Deppen. Die hätten einfach looten müssen. Kannst du looten, oder? Nein, ich hätte sonst schon ins... Ja. Das ist ein Kapitel. Was? Und jetzt machen die Tür zu. Jetzt machen die Tür zu. Weil diese Strohhalmerlappen das Ding einfach nicht gelootet haben. Boah, ey. Ich wenn sie die Tür zumachen. Nee, dann kommen wir nicht mehr zu unserem Typ. Da müssen wir übelst drumherum laufen. Nein. Doch. Laber keinen. Ach nee, man kommt ja nicht mehr nach links. Okay. Oh, Mädel. Na, ist gut. Ich hab mich wieder beruhigt. Nur am Stusslab. Immer. 300 Meter Sprache. Ich habe Antritt, aber Stusslabern wollen. Lord Vader, hi. Wer braucht einen Strohhalm? Okay. Die Formulierung kenne ich nicht. Nee, und die hat halt. Das war eine Frau. Die hat halt uns unglaublich schlecht aufs Abitur vorbereitet. Und ihre Hausaufgaben waren halt bestialisch. Die hat uns jede Woche. Ach, okay, der Storm-Typ. Die hat uns jede Woche ein Essay schreiben lassen über 10 Seiten und die sollten wir auch per E-Mail ihr zuschicken. Ich habe das keinmal gemacht, ich sah das nicht ein. Tut mir leid, du bist eh schon in der Abi-Vorbereitung. Ich wollte hier auf dich warten. Musst auf dein ganzes Zeug da, du musst lernen, du hast Klausuren, du hast Kohlen, dann sollst du noch jede Woche hier diese 10 Seiten hier schicken. Habe ich nicht eingesehen, ich habe das nicht gemacht. Hauptsache, sie sagt bei der Notenvergabe zu mir, ja, Christina, du machst ja immer total toll deine Hausaufgaben, aber leider arbeitest du im Unterricht nie mit. Ja, war halt genau andersherum, die hatte keine Ahnung, wer ich war. Ich habe mich jede Stunde gemeldet, ich habe immer qualifizierte Beiträge gegeben, aber ich hatte nie die Hausaufgaben. Ist aber auch nie aufgefallen. Das war halt einfach dumm. Die hatte so keine Ahnung. Ja. Das ist doch zu dir. Und dann meine Sitznachbarin und auch meine richtige Nachbarin, die hatte bei der tatsächlich, die ist bei der durchgefallen. Ja. Und sie hat halt zu ihr gesagt, ja, du machst ja nie deine Hausaufgaben und du bist ja auch immer so still, ne? Die hatte immer ihre Hausaufgaben. Und die hat auch nicht eingesehen, der einen Punkt mehr zu geben, damit sie die Möglichkeit hat, das Abi an der normal nachzuholen. Denn die muss dann das Fachabi machen. Das war halt... Wieso machen wir das hier gerade? Einspruch eingelegt bei der Ahnung. Das... Ganz bei jeder Note... Die hatte. Und? Das war der egal. Sie hatte sogar mit dem Direktor gesprochen und allen. Das war ihr egal. Wieso sind wir jetzt hier überhaupt noch am Rumlaufen? Das ist alles down. Baby, und? Weil ja, hat nichts gebracht. Ich mach dann Schulamt. Alles nichts gebracht. Und vor allem der Captain ist doch gar nicht da. Dafür sind nicht genug Sucks gemacht. Baby, und wenn es Schulamt nicht macht, einklagen. Letzter Weg ist halt ein Richter. Ja, immer diese Österreicher. Baby. Ja. Sollen sie machen, was die Idios machen wollen? Ich stelle mich jetzt hier hin. So, Bade. Ja, Österreich ist Ausland, das zählt nicht.
Ayumi hat hier nur Sonderrechte, damit sie noch sein darf, ne? Sonst wird sie nicht im Chat geduldet. Ach, das klingt so falsch. Ich schaue Kelpi nicht wegen Hunahau. Ja, tschüss. Passiert. No. Ach Leute, Link geht bei dir gerade nicht? Aha. Ach Leute, wenn ich darauf klicke, kommt ganz normal der Link Evarian zu nebenbei. Läuft mit dem ab. Okay. Ich hätte mich ja eigentlich in Süddeutschland beworben fürs Lehramt, aber ich hatte keine Möglichkeit in der Zeit, die mir noch blieb für die Anmeldungsphase, die ganzen Papiere zu besorgen, die die fordern. Das ist unglaublich, was sie da alles haben wollen. Weißt du, hier, wo ich studiere, muss ich mich den Grunde nach nur einschreiben. Also halt alle notwendigen Sachen dafür, ne, mit Krankenkasse und Co. Aber eigentlich nur einschreiben. Die da unten wollten sonst was für Zertifikate und sonst haben. Also war schon krass. Ja, ja. Ayumi sorgt dafür, dass kein Österreicher hier geblockt wird. Immer schön Abgaben zahlen. Nein, alles gut. Halt. Ja, mündliche Mitarbeit ist so wichtig. Ja. Ich habe auch damals einen Fehler gemacht. Es gab zwei Mathekurse, in die ich hätte gehen können. Der eine ist halt anspruchsvoll gewesen, der andere, die haben alle mindestens 10 Punkte durchgehend. Und hi Pascal, diesmal habe ich mir das gemerkt. Und ich hätte eigentlich wechseln müssen. Ich hatte dafür das bessere Abitur, aber das Abitur selber, die Prüfungen zählen ja nicht ganz so stark. Und ich hätte, okay, ich hatte 12, 15, 14 und 12 Punkte in Mathe. Und bei dem anderen hätte ich halt konstant wahrscheinlich 15 gehabt, oder zumindest 14. Asmo sind wir. Und hätte ich gewechselt, hätte ich das bessere Abitur gehabt. Aber letztendlich, ganz ehrlich, es interessiert sich niemand später mehr für eure Abiturnote. Sobald ihr eingeschrieben seid oder eine Ausbildung habt, es ist allen egal, was da drauf steht. Ne? Videogame Donk, das hängt komplett von deinem Gear ab. Wenn du First Hit tot bist, bist du First Hit tot. Ne? Ansonsten Dispeln versuchen aufzupassen, dass du nicht, also Dispeln, Erosion drauf, mal so ein paar Ticks machen, damit halt kein Resist mehr drauf ist und ein Instant 4 drauf hin. Eine andere Chance hast du nicht. Ein Assa darf nicht auf dich raufhauen. Ne? Wenn ein Assa auf dich draufhaut, bist du tot. Als Stoffi. Okay, außer als Painter. Painter jetzt mal ein bisschen immer ausgeklammert, weil ich keine Ahnung habe, wie sich das da verhält. Der hat ja auch einen 3-Sekunden-Resist. Geht der auch auf Physisches? Weiß ich gar nicht. Also da muss ich auch noch viel nachholen und viel lernen, wie der Painter funktioniert. Genau. Das ist auch sehr wichtig. Wenn du deinen Shock Remove ziehst, lass ihn oben. Nicht den Skill benutzen. Wenn du nämlich den Shock Remove Buff drauf hast, kannst du sehr, 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 sehr unwahrscheinlich nur noch gestunt oder geairbeint werden. Das ist unglaublich wichtig. Wenn du deinen Skill ziehst, hat der Assa im meisten Fall eh einen Resist oben und du drückst deinen 4 in den Resist. Und der 4 selber bringt ja auch nicht so unglaublich viel. Ja, es ist viel wichtiger, dass du in der Zeit nicht gestunt werden darfst. Okay, 20 Minuten. Sag ich auch mal, wollte ich es gerade nicht online, aber also gut. Hat jemand einen Videowunsch für morgen? Ich habe für morgen auch nicht aufgenommen. Tut mir auch unglaublich leid, dass ich heute, also Montag, kein Video gemacht habe. Aber ich hatte halt echt keine Ahnung, was ich hochladen sollte. Ich saß da und habe es überlegt. Ja, weil er dich einfach nur stunnen wird beim ersten Ink und im zweiten Ink dann auf in den Airbein drückt. Das ist halt echt ungünstig. Na. No. Dann keine Stelle bekommen ist, deswegen bunt gegangen, war Offiziant. Okay. Gymnasium ist was anderes. Ich studiere Grundschullehramt. Gymnasiallehrer werden nicht gesucht. Kannst du, ich gebe ab und du teilst mehr. Gymnasiallehrer ist kein so starker Bedarf, vor allem je nach Bundesland halt gar kein Bedarf. Nein, ich tue.
Was? Kirby? Nee, nee, Huna streamt nicht in Englisch, never. Bari kann bei mir im Stream. Ja, okay. Du bist ja, wolltest ja unbedingt, also. Ich hoffe, ich dir einfach ins Wort falle. Hm? Ja, darfst du. Aber wenn ihr. Was du übrigens machen kannst, ist mich ein bisschen leiser regeln. Das ist vielleicht für deinen Stream ganz angenehm. Den Regel mit Ingame ein bisschen leiser ziehen. Lol, bei dir steht Englisch drunter, deswegen, Luna. Bei dir ist ein Tag, dass du Englisch bist. Muss herumstellen. Was? Danke für die Info. Ich hab's ihm ja gerade gesagt. Nicht vor dem Kampfbeginn. Schutz der Erde ist Earth Protection, ne? Auf Englisch, ja. Damit kannst du nicht den. Erbein müsste damit nicht gehen. Ja, ich sehe so. Scheint ein Edertech zu sein von der Bewegung her. Jo, ist ein Edertech. Optimus Prime ist das. Hm. Ja, welcher können wir gleich gehen? Ja, ist ein Gegner. Trommelst du einmal? Ach, hast schon. Also, Earth Protection ziehst du dann, wenn. Sekunde. Okay, tot ist er. Earth Protection musst du dann ziehen, wenn du ein Slow oder sonst was drauf hast. Nicht direkt am Anfang. Sind sie. Ich würde die noch ein bisschen resetten, da sag mal, hast du noch die Seite, wo man. Ja, am weil ich hab gleich. Bist voll. Ja, dann das einmachen. Ist voll? Huna? Ja, ich muss greifen. Was jetzt? Gut. Denkst vielen können. Brauche ich vielleicht noch später. Danke fürs Folgen, BTF. Baby, guck's mal bei mir. Wow, was ist das denn? Du hast die Alertbox falsch gezogen. Nimm mal die Alertbox an und zieh die wieder nach unten rechts. Oh, wow, das ist viel. Ja, aber das wird nicht ganz angezeigt. Das hat nicht komplett angezeigt. Ja, hast du da mit Alt rumgespielt? Ja. Das darfst du nicht. Aber mit Alt schneidet ab. Ah nee, es war schon vorher die ganze Zeit, dass das nicht richtig. Sonst entferne nochmal die Alertbox und füge sie einfach nochmal neu ein. Ich poste mal eben. Also das hier ist. No comment, please. So, jetzt. Das ist einmal das und dann gibt es auch noch das als Equipment-Ding. Fürs Russische. Ist ein Tool. Also eine Internetseite, wo ihr euer Gear einstellen könnt. Wir haben hier übrigens Trizare, der meint, die Mobs zu machen. Leute, der hat nicht genug freies Slots. Es ist anstrengend. Es ist auch sehr viel, was ihr lernen müsst. Es ist unglaublich viel. So, jetzt können wir nochmal Dread anwenden. Mhm. Es gibt auch viele, wir müssen Eignungs- und Orientierungspraktikum machen. Das heißt, du musst, also jetzt zumindest hier in NRW, das heißt, du musst ganz am Anfang in eine Schule gehen. Für. Boah, wie lang war das? Weiß ich nicht, wie viele Wochen. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und das ist da, damit du merkst, ist das was oder nicht. 2 Monate davon. Echt? 2 Monate? Nee, nee, also Hakan, du darfst eigentlich. Dieses am Handy sein ist halt wirklich eine richtig schlechte Vorbildfunktion. Ich muss ja sagen, ich war in der Grundschule, ne? Und da waren Handys komplett tabu. Ich sollte am besten mein Handy zeigen. Mich hat mal ein Kind angemeckert, weil man das Handy in meiner Hosentasche gesehen hat. Und ich dachte mir so. Oh ja, okay. Also, Es gilt halt eigentlich striktes Handyverbot, damit du als gutes Beispiel vorangehst, ne? Weil viele im Unterricht so komplett abgelenkt sind, weil alle meinen, mit dem Handy rumzudaddeln. Da musst du halt direkt von Anfang an eine Riegel vorschieben, dass du das nicht durchlässt. Ach lol. Huna, hast du eigentlich gemerkt, wer der Follower war? Nein. Deinen neuen Namen in Game. Weiß ich nicht. Ich glaube, das geht auch gar nicht an mich. Schau. Du wirst es vielleicht irgendwann mitkriegen.
bin gerade. Ah, du spielst nicht auf Odin. Schade, schade. Splitface, viel Spaß, du schaffst das und Zordo, wenn du da noch wach bist, bin ich abends auch noch da. Ja, what the fuck, Pasta Guss. Ja, es ist wirklich. Du bist selber schuld, wenn du meinst, alles am Handy zu machen. Das geht auch in der Uni. Es gibt so viele, die gehen zur Vorlesung, schauen dann auf dem Handy oder auf dem Tablet, wie auch immer, dann Videos von Netflix und Co. Ne? Und kriegen halt nichts mit von der Vorlesung. Und dann sitzen sie in den Klausuren. Genau. Aber es gibt noch nicht mal eine Anwesenheitspflicht. Du musst nicht da sein in den meisten Vorlesungen. Und dann sind sie dann in den Klausuren und haben keine Ahnung. Ja, mich eben gerade. Das ist schon besser, Huna. Ja, das ist richtig gut. Das sieht man bei dir richtig auffällig. Checks. Ja, ich hab's gerade nochmal neu. Jetzt sieht's gut aus. Sehr auffällig. Finde ich schön. Wenn nun, wenn Huna ganz lieb bitte, bitte sagt, gebe ich ihm sogar meine lieben Chimioles, die mal rumdancen. Ihr kennt es ja. Vielleicht triggert's ja nachher nochmal jemand. Dann können wir sie nochmal anschauen. Wenn, dann würde ich andere. Ich schneide die nicht extra für dich zu. Du würdest die Prinzessin nehmen, oder? Mal schauen. Das wird garantiert dein Sub-Emote. Ich bin mir so sicher da. Warte, danke fürs. Hm? Was, was? Ich hab gerade wieder einen. Oh. Jetzt kommt, kriegt Huna das gleiche Problem, dass er nicht weiß, wie die Namen ausgesprochen werden, Leute. Nervt ihn mal ein bisschen mit kannst du mir teilen? Mit komplizierten Namen. Hauptsache, ich kill den Mob fast selber. Wenn, dann sag ich. Vorlesen. Hm? Du kannst es auch irgendwie in Bot vorlesen lassen, aber es hört sich sau-Robotik an, das musst du nicht machen. Hatte ich schon bei anderen gehört. Naja. Da sollte man sich lieber die Mühe nehmen und selber machen. Vielleicht wenn dann irgendwelche Auf keinen Fall. Donations niemals vorlesen lassen. Du hast dann Leute, die dich dann trollen und dann PQ, 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 ne? Weiß ich weiß. So, einmal teilen bitte. Oder? Nonaka, wann bist du da? Also. Weißt du, schreibt sie mich mit Onaka an. Spreche ich dich mit Onaka an. Ich komme darauf nicht mehr klar. Es gibt auch welche, die dann die Klausur gut schreiben, klar. Aber für die meisten funktioniert es nicht. Und du musst dich immer fragen, wie hättest du die Klausur geschrieben, hättest du nicht die ganze Zeit am Handy rumgedattet. So. Oder bei uns war mal eine in Philosophie. Was wirklich schwer ist, also Philosophie. lieben Gruß an die Prinzessin. Huna von Wadi. In Philosophie war es bei uns, dass es echt hart war. Und dann hatte eine im ersten Test nur einen Punkt gehabt von 10 möglichen. Und sich halt total darüber aufgeregt und das ist viel zu schwer. Und sie hatte ja eigentlich 6 Punkte, aber dann wurden die durchgestrichen. Die Vorkorrektur hat ihr 6 Punkte gegeben. Aber der Prof hat viel, viel strenger bewertet, was auch richtig war, weil die Vorkorrektur wirklich eigentlich alles hat durchgehen lassen. Und dass er ja was persönlich gegen sie hat und er hat keine Ahnung, wer sie ist. Er hat ganz bestimmt nichts persönlich gegen sie. Und die war so mega pissig. Aber auf der anderen Seite, die hatte einen Punkt. Und ich meine, ich habe nichts verstanden da, wirklich. Und ich hatte 4. Ja. Das war teilweise einfach nur wiedergeben, das, was er an die Tafel geschrieben hatte. Also so 2, 3, 4 Punkte. Und der Rest war verstehen. Ne? Weil das, du die jetzt schon meinen Namen erfahren? Weiß ich nicht, die hat wahrscheinlich kurz ins Stream reingeguckt. Ah, okay. In deinen oder was? Ja, ja. Grundsätzlich ist es dem Prof egal, ja. Entry. Deinen kennst du ja. Wobei, ich habe einen Prof, der kennt meinen Namen. Ja. Und dann heißt es immer, Christina, was sagen Sie denn dazu? Weil es der einzige Name ist, den er kennt. Das heißt, ich muss einfach in diesem gesamten Seminar immer aufpassen. Und ich bin übermorgen bei ihm in der Sprechstunde, weil er nicht auf meine E-Mails reagiert. Und das ist ein bisschen witzig. Der ist das. Ja, der ist das. Der kennt meinen Namen. Ist super. Macht Spaß. Kennt deinen Namen, aber reagiert nicht auf ihn. Ja.
sogar eine Lesebestätigung drin. Kann sogar sein, dass er seit einem Monat keine E-Mails mehr liest. Ich hatte schon Angst, dass der im Urlaub umgekommen ist. Aber er hat neue Sprechstunden reingesetzt, also lebt er noch. Nur halt das nicht auf sein E-Mail-Konto. Oder meine. Boah, nee, die ist irgendwann morgens um 7, glaube ich. Oh. Boah, will mich veräppeln. Und dann gehe ich hin und frage ihn, wann ich endlich mal meine Prüfung machen darf. Ob das jetzt noch in diesem Semester was wird oder ob das erst im nächsten Semester. Ja, der ist auch entspannt, ganz entspannt, was Prüfungen angeht. Aber ich muss halt irgendwann mal einen Termin haben. Und dann selber hinzugehen und zu reagieren, ist besser. Die Randoms in der S-Adret werden immer schlimmer. Die eben wollten SK nicht mal... Was sind SK? Huna, was ist die... SK? Sux? Oder was soll die Abkürzung sein? SK kenne ich nur als Startgebot. Sofortkauf. Wir haben... Schwerkraft. Ah, okay. Ja, okay. Kommt ein bisschen drauf an. Bei uns eben, wir hatten auch... wir waren eben gerade auch random. Aber die hatten uns hier vorne schon getötet. Also wir hatten keine Chance mehr, zur Schwerkraft zu kommen. Aber das erste sollte man machen. Rush and Dude. Ne? Wenn man nämlich wirklich starke Gegner hat, die einen schon vorzeitig... Hauptsache, man kriegt den einen. Ne? Guten Abend, Plitschi Platsch. Dude, das Chloe-Emote ist da. Du hast ja die Tatze, du kannst jetzt auch endlich WTF, also Chloe WTF machen. 60 Mathe, ah, okay. Mein... Oh wow, das war halt dann wirklich fix. Na, ah, da hast du Glück gehabt, aber die meisten hier waren auch einfach absolut inkompetent gerade eben. So wie ich. Ich war auch inkompetent. Ich habe die falsche Seite gepostet. Egal. Wollen wir mal so... I mean our side. So, und wieder selber laufen. Deswegen müsst ihr immer Click to Move anhaben, ne? Das ist ganz wichtig. Wenn ihr nicht Click to Move anhabt, könnt ihr nicht AFK gehen und tippen und trotzdem weiterlaufen. Na? Du klickst dann irgendwo da hinten hin und dann bist du AFK. Und der läuft. Aufhalten, Kirby. Ha? Nee, dann kann ich ja keine Skills mehr machen. Wenn ich die Num-Taste reinmache, kann ich keine Skills mehr machen, weil die Num-Taste bei mir meine Skills sind. Und dann, wenn ich da drauf drücke, ist ja das Nummernblock deaktiviert, ne? Oh Leute, ich krieg gerade den richtigen nicht rein. Hä, wo ist denn der? Ach, der ist schon tot. Ich kann looten. Ist frei. Ja, die Idios fangen uns schon ab. Zumindest haben sie den einen nicht bekommen. Oh, Gladi. Cleary. Geh mal auf den Cleary, geh auf den Cleary. Wow, die sind schlecht dafür, dass da ein General zwischen ist. Ah, nee. Okay, es sind ein paar zu viele Mobs dafür, dass wir keinen hier haben. Aber einen Mob haben wir bekommen. Das ist das Wichtige. Und somit ein weiteres Bündel für mein PvP, ja. Ah, ich habe das Ding ja schon auf plus 10. Alles gut. Angriffsbuff nicht an, BTF. Revo hat recht, wir können versuchen, noch zu Gravity zu laufen. Wenn wir ganz viel Glück haben, hängen die sich da jetzt noch eine Zeit lang auf, gehen zum Boss. Wir könnten Gravity machen. Oh wow, Joey, das ist mies. Hat so Need angemeldet? Deswegen, Serverweit geht echt nur mit euren Leuten. Schultern sind ja Promme oder eventuell, ich denke mal nicht, dass das jetzt Stellar Normal Mode war. Das wäre echt hart, wenn da noch Leute wegwürfeln. Aber geht Promme nur mit euren Leuten. Ihr werdet auf dem Server so einfach Leute finden, die vernünftig sind. Warum rennst du außen oben? Weil ich keinen Bock hatte auf die Ads. Doch. Kommen sie oder so? Nee. Kommen sie nicht. Ich hatte nichts Aggro. Ich hatte nichts geaddet. Ach du. Ach ja. Ja, aber dann nicht direkt. Die sind ja später da. Ja, aber trotzdem. Die anderen scheinen in der Nähe zu sein, Huna. Nein. Ja, wir kriegen den. Ja. Ich hoffe nur, dass der lootet da ist. Menehune ist gemarkt. Hauptsache, die Idios kriegen den nicht, ne? Das ist das Wichtige. Die Idios kommen. Die Idios sind jetzt gleich da. Ich habe nochmal nachgemarkt. Tot. Ich kann nicht looten. Also wer auch immer hat. Aber Idios haben nicht. Das ist wichtig. Warte.
Ja, und unten. Ja. Ja, ihr könnt da so viele Mobs killen, wie ihr wollt. Das war unserer. Einfach auf den Server schauten. Am besten schon relativ früh in der Woche, also Mittwoch, Donnerstags. Da gibt es noch viele, die offen haben. Und ihr findet dann auch, ich würde es tatsächlich arrangieren, dass ihr das dann stammmäßig lauft. Ihr findet Leute, das ist gar nicht so schwer. Es gibt unheimlich viele, die das serverweit enttäuscht sind. Ihr könnt zwar immer noch serverweit anmelden, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber wenn ihr nicht serverweit sucht, sondern eure Leute schon habt, habt ihr einen unglaublichen Vorteil. Wenn wir wollen, können wir sogar das Ding gewinnen, ne? Ich wollte es nur mal anmerken. Mobs müssen wir auf jeden Fall eben mal kurz machen. Also gewinnen von den Punkten her, ne? Damit ihr versteht, was ich meine. Die sind halt so pissig, die waren da jetzt gerade und haben alle Mobs noch leer gemacht. Trollerlol. Hi, Splitface. Du hast doch eben schon. Warte. Ach, gute Nacht, Splitface. So herum. What the fuck? War gerade ein bisschen komisch. Wir dürfen nur nicht so viele Sorgs machen, damit der Boss nicht da ist, ne? Egal. Nee, weil wenn die dann durchrushen und den Boss killen, könnte es sein, dass wir es nicht mehr schaffen zu looten. Ne? Deswegen würde ich tatsächlich eher sagen, Boss. Ja, ich verstehe gerade nicht verstanden, warum. Warum unsere Leute das vorne gemacht haben. Das Problem ist, es muss halt jemand dahin laufen, der looten kann. Sonst können wir das Ding getötet haben, wie wir wollen. Ohne Loot wird das nichts. Das einzig Schöne ist, sie haben uns alle Mobs weggeklärt. Hier ist nichts mehr. Alles, was wir eben gezogen haben, haben die schön brav für uns fertig gemacht. Anstatt schon mal weiterzugehen. Meine Güte, die haben genug, mehr als genug hier dabei gehabt und auch aushalten, um da drüber zu stehen, um eben nicht die Mobs zu machen. So, hoffen wir mal, dass der looten kann, hier ist. Noch ist er geschlossen. Ja, okay, genau. Passt. Bei dem 4 etc. Ja, kein Ding. Jetzt haben wir gelootet und wir haben damit durch die Random Adrets bisher 3 Ethiumbünde. Also 2 Bosse jetzt, ein Boss eben. Und wenn wir wollen, können wir jetzt alles blau drehen. Was heißt Nerven nochmal in Englisch? Ach, egal. Pass auf. Ich wollte nur im Chat das sagen. Dann sollen sie es selbst. Nee, ich schreib doch nicht. Und nerven die Idios, das ist doch bescheuert. Boom. Den da kriegst du? Ich helf dir mal. Ja, als SM kriegst du jetzt schneller down. Ja, aber ich glaube, mit der Anzahl der Soaks, die Idios gerade machen, könnte das schwer werden. Vor allem, weil sie so unglaublich viele PvP-Punkte mehr haben als wir. Aber kriegst du hast ja gerade behauptet, dass. Ha? Entry, viel Erfolg, Rebo. Auch wie du schon Artrad gemacht hast. Race for saying, hey. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so hart gestorben sind und vor allem die Leute sterben halt immer und immer wieder. Ich meine, was sollen wir denn sonst machen? Baby. Randoms. Ja. Mal sterben musst. Oh Gottchen, wir haben. Die Sorgs sind immer noch nicht, Dummheit. Ne? Die Quest funktioniert immer noch nicht. Ja, einfach warten. Dummheit und. Quest. Die Sorg-Quest von Lookbook ist immer noch nicht aktualisiert. So. Lange bekannt, dass sie. Ja, aber ich dachte, sie wäre mittlerweile mal. Gab's noch keinen. Man, in deinem Chat wurde geschrieben, RM darf man nicht benutzen. Doch, darf man. Iron Main Meter darf man benutzen. Übrigens, das ist geil. Gewisse Funktionen in dem. Du darfst das Damage Meter benutzen. Das Damage Meter, ganz normal. Du darfst nicht über RM einloggen. Und du darfst dich nicht darüber ausloggen. Ansonsten, danke. Das war ich, weil ich mit dem Typen halt gesprochen habe. Der hat ja auch Ion DPS gemacht. Und der hatte mich ja darum gebeten, dass ich dort einmal für aufnehme. Und da habe ich halt auch gesprochen, was überhaupt GameForge dazu sagt. Und der sagt auch, dass der momentan in engem Kontakt steht und dass es absolut erlaubt ist, was er noch macht. Ne? Das heißt, ihr dürft RM benutzen, also Ion Raymeter, nur halt nicht darüber einloggen und ausloggen. Und
Ja. Es wurde am Anfang Werbung für Battleping gemacht. Battleping dürft ihr auch nicht benutzen. Aber sonst dürft ihr im Grunde machen, was ihr wollt. Mal ganz ehrlich, euch kann kein GM der Welt, insofern ihr nicht streamt oder aufnehmt, nachweisen, dass ihr Iron Rainmeter benutzt. Wenn ich Fertig. einblenden, dann nutze ich Ja, zumindest nicht die Funktionen, die verboten sind, ne? Einloggen, ausloggen. Auch wo letztens ein total toller Kleriker meinte, einfach sich auszutimen, konnte man das nicht. Oh lol, Woddy war da ja die ganze Zeit oben. Sie hätte runterkommen können. glaube, 20 Meter unter mir. Verbuggt bestimmt. Ja, erklärt die, bei denen ist verbuggt. Du hättest da runterkommen können. Ich hab das. Ich hätte dich. Du hast halt. Ja. Videogame-Dong, das stimmt das so nicht ganz. Es wird sehr wohl was gegen Bots gemacht. Nur sobald die Bots gebannt sind, kommen die nächsten wieder. Das ist unglaublich, wie Bin schnell schon neue. Es sollte mal endlich ein Anti-Bot-Programm kommen. Oder ich habe denen vor Ewigkeiten geschrieben: Setz doch einfach dieses Okay-Gold auf eine Ach, du Blacklist für den meinst Chat. Chatbot. Sowohl als auch. Aber die können auch einfach das. Mindbots werden. Mal langsam eine Blacklist machen. Ja, sie haben recht, dann werden Buchstaben ausgetauscht, aber dann aktualisiert man die Blacklist und lässt die Bots nicht einfach so schauten. Ich meine, es wird ja nichts dagegen getan. Arbeit. So. Arbeit machen. Also, immer jeden Traurig, ne? Chatbot reporten. Ja, der killt uns auch, wenn wir uns bewegen. Ich würde mal Was sagen, ist ich ein melde Lager? mal serverweit für Prommer an. Seid ihr alle schon da? Ja, warte Ein ganz Baum. kurz. Es wird gerade eine ultimative Brustplatte des grausamen Eindringlings verkauft. Startgebot 100, SK 300. 170 sind gerade geboten. Nee. Brauchst du nicht? Wenn ich sagen, Kevin, aber. Du müsstest auch eine Stella-Rolle nehmen, ne? Ja. Sind beide aus dem Blinken raus, Kirby. Nee, ich blink noch. Deswegen. Sag mir, sind bald. Wo bist du überhaupt? Ach, da links. Ich dachte schon mal eine Gruppe, ne? Ach, das geht nicht. Weil ich gerade serverweit die Suche offen habe. Der eine ist gegangen. Auf den Gladi könnten wir gehen. 100, 3, 2, 1, go. Das wird nicht schwer sein, okay. Echt? Ich habe mich verschrieben? Sorry. So, Huna, lass uns einfach zu den Wachen rennen. Boah, wieso kriegst du den und ich nicht? Ja, gut, ne? Ich bin einfach Was? Hunas Backup-Plan. Huna, abbrechen. Oder sehen aber übelst geil aus. Nee, nee, Kann wir ich gehen sagen, ob erstmal ganz das normal. Zu ein 4 HM, Storm das will ich mal sehen. Jetzt so ein Storm an der Backe. Ich Ach, stehe in den Huna, Wachen. übrigens ein Greif mich Unternehmen, an und du den du stirbst. hast. Du kriegst instant Bitte? ein 4 ab. Ich würde es lassen. Leute, wir müssen uns Was, was beeilen. kam? Huna, kannst du dich bitte bewerben, damit ich hier reingehen kann? Sollen wir in die Stadt? Ich habe gesagt, einen netten Namen hast du da auf Twitch. Ja. Deswegen war der Follower, wo du es gemerkt hast, dass deine Boxer verschoben ist, das bin nämlich ich gewesen. Ah, okay. So, So von mir aus hyper kommen kennbar, wir. das war mir so. Nee, uns fehlt allen noch. Ich habe ein neues Ulti-Teil. Okay. Unser lieber Irunen hat ja gefühlt alles schon. Aber wir kriegen halt nicht die neuen Teile. Ja. Was heißt denn bitte schön hier alles? Ja, du hast nicht die Sachen aus Stella, das stimmt. Willkommen zurück, Elvariant. Also, wenn man es so sieht, mir fehlen drei Teile. Ich habe mich gerade erst gewundert, hä, wieso sind wir nur zu sechs? Einmal Wir Quest bitte haben teilen. Bärtiger Mann. Quest teilen bitte. Ja, ich muss da Ja, oben scrollen. kommt. Was jetzt sich tausendmal mal sagen, Gabby? Loot Wann umstellen, reagierst Huna. Bitte. Bald schlimm. Ist bestimmt schon gemacht, ne? In der ersten Sekunde, in Lange. der er reingeht. Echt. Lange. PvE wieder anziehen, Huna. Ich hatte auch noch PvP an. Oh. Du auch? Ja, doch. Okay. Bringst du an? Hab ich gerade angemacht. Ich hasse dieses Ding zu platzieren, ne? Ist wirklich lästig. Vor allem, weil immer dann genau die Mobs rausgezogen werden, ne? Nee, das will ich auch vor allem, weil es hauptsächlich irgendwo auf der Treppe irgendwo stehen bleiben tut. Ah Und ja, dann gerade irgendwo in der in Luft und der man macht Zeiger. keinen Schaden. Ja.
deswegen und ja. Ich warte darauf, dass Washi endlich wieder aus dem Urlaub draußen ist. Die hatte mir nämlich geschrieben, halt wegen diesem. Halt die Streamer, die Ion-Streamer. Und er hat mir nicht die E-Mail geschickt. Und ich kann nicht in die Gruppe deswegen. Das ist richtig lästig. Hey, Knoppi, mach mal. Da kommt ja auf. TF. Das heißt, ich kann die auch nicht in den Hostliste einführen. Ich kann nachher, wenn ich offline gehe, kann ich ohne hosten. Aber wahrscheinlich gehen wir gleichzeitig offline, also macht das keinen Sinn. Halt dich weg, also da. Halt dich weg. Du knallst mich weg. Ach, du musst zeitig weg. Echt? Hast du mir nicht geschrieben? Ich hab dich gefragt. Weiß. Mit Absicht hab ich das nicht. Ja, wir müssen doch noch die Rega morgen weiter machen. Wir sind doch erst bei. Ja, bei nach oben. Sag das, oh nee, lass später machen, lass später machen. Wir haben hier ein kleines, viele Mobs, ich wollte es anmerken. Weiß nicht, was du meinst. Ja, ich auch nicht. Sehen irgendwie alle so pilzig aus, ne? Voll süß. Ja, ne? Und sind ideal fürs Plitschip-Dutch von Irunen. Zeichen haben wir auch schon gesehen, passt also auch alles perfekt. Ja, die Support ja richtig nerven. Ach, der bärtige Mann will gleich den Transformer-Kopf raufkriegen, okay. Baby. Inwiefern? Mit Twitch aufnehmen und dann den Link schicken. Ja. Nee, das machen die nicht. Ganz vergessen. Wenn das zu lang ist, die schauen das nicht an. Die haben noch nicht mal das Report-Video angeguckt, wo ich den Bug reportet habe. Una. Wo ich den Baden-Bug reportet habe. Die machen das nicht. Die schauen sich Videos nicht an. Ganz vergessen. Du musst das halt so machen, denn das ist halt nur so einen kleinen Clip schickst dann. Ja. Clippen kannst du, aber das kannst du so vergessen, die machen sich die Arbeit nicht. Und dann am besten noch die Namen raustippen. Dein Stream ist in. Das kannst du nicht ablesen. Das ist teilweise dann so schlechte Qualität. Vor allem, wenn du viele Bildwiederholungen hast, das geht nicht. Ich hab schon bekommen. Ist unser letzter. Pascal, ja, genau, Pascal. Muss gar nicht mehr, wer war. Muss man nicht jetzt weiter großartig labern? Einfach auch mal andere Leute labern. Ich hätte sofort sagen können, dass es. Ja, Mann. Ich hab Hunger. Hört sich fast so an, als ob es Verstopfung hätte. Was? Was? Du hast einen interessanten Verstopfungssaut. Okay. Hast du schon mal mit dabei? Ich glaube nicht. Okay, außer du hast ein Funk-Headset. Nee, nicht, dass ich wüsste. So, ich gebe ab. Einmal bitte teilen. Jo. Ja, nichts sagen, Gabi, aber wir sind erst bei 65. Ich bin bei 66. Da weißt du, wie viel wir vorhaben. Ja. Ich bin morgens da. Ach, ich hab vorhin mal Mana-Steine gekriegt, ne? Viel Erfolg, Revo. Du brauchst wirklich das Rezept aus den Tarn. Verbraucht sich aber nicht, oder? Nein. Okay, gut. Ja, aber das ist doch bei. Na, aber trotzdem, du musst das Rezept haben, um es dann ausführen zu können. Aber da ist doch eins drin. Ja, nee, du musst trotzdem das Rezept von Altar kaufen. Ja. Lass ihn doch mal reden. Ja, wie gesagt, du musst wirklich das Ding kaufen halt, weil, was ich vorhin nicht gesehen habe, ist, wenn du in magischen Craften drin bist, dann steht da hinter in Grau, dass du es nicht erhalten hast. Also das heißt, du musst wirklich den Dings kaufen dafür. Ich habe extra einen Autotech gemacht. Ja, und das heißt, dass du die, Na, also du musst einen Schaden auf ihn machen und du kriegst... Ach scheiße, ich habe auf Kalash den Buff gemacht. Und du musst du quasi die 400 Helium die Dinger kaufen, damit du dir die 300er craften kannst. Wo ist das? Die angezeigt kannst du aber nicht nutzen. Genau. Bis du das Rezept geholt hast. Ja.
merkwürdig, aber... Ach, Hevo, morgens auch noch ein Tag. Dann schaffst du das mit deinen 12 Chars, die alle Max sind, auch. Also, ich hab jetzt... Warte. Tschüss, Evariant. Die 200er gecraftet, also aus denen habe ich magisch Angriff Dings 17 rausbekommen. Mhm. Ja, die verkaufbar? War die Frage? Nee, du kriegst die gravierten raus, aber die gebrockten Varianten sind die du verkaufen kannst. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du einen gebrockten Magic Attack 17er bekommst, kannst du den verkaufen. Okay. Oh wow, das ist halt echt schon viel Spaß bei der ganzen Arbeit. Instanz können schon ein bisschen lästig sein. Ja, aber ihr kennt ja, Makana kriegt man ja schnell durchgezogen. Promme auch. Ich weiß nicht, bis wie hoch du laufen willst, aber so die Standarddinger, die China geben, kriegt man ja schnell durch. Ja. Vor allem, du brauchst ja nicht groß eine Gruppe suchen und du brauchst keine Angst vor Ninja-Lootern haben. Außer deine Leute entscheiden sich, so, das ist jetzt mal mein Loot. Das wäre schön. Das würde ich Huna zutrauen. Übrigens, ich habe kein Zeichen bisher gesehen. Ich habe nicht mehr drauf geachtet. Doch nicht. Pipsa hatte gerade einen Statthalter in der Dread. Irgendwie erinnert mich das an den einen Daylag Derricker. Die haben ja nie Zeit, oh wow. Muss mit uns mitlaufen, wir haben immer Zeit. Aber keine Chars, die laufen können. Also... Außer unsere Mains und die sind alle schon besetzt. Da ist das Zeichen, Stab. Welche Innis? Alle Innis. Doch, Romme und. Huda hat einen Ether-Tech, der noch hat. Oder? Danke, dafür wäre Innenschütter für uns noch ganz toll. Außer du ziehst endlich mal deinen Peter hoch. Der ist ja schon ready. Ja, ich weiß, deswegen kriege ich sie ja. Wir können gerne laufen morgen. Der will irgendwie nie. Ja, ich hab gesagt, Dienstag hat, ich glaub, hä? Moment, warte, was? Oh, scheiße. Nee, warte, doch. Ist doch richtig. Doch, ich hab das andere eben nicht gedreht anscheinend. Jetzt müssen wir nochmal umdrehen. Anscheinend hatte ich das eben nicht bestätigt. Okay. Ja. Was denn, alle sind schneller? Nein, gerade Dreier. Und der schaut einfach so ein Sinnlos-Typ einfach. Ja, aber wieso serverweit? Ich verstehe das nicht. Ja. Das können nur Leute lesen, die eh in der Instanz sind. Das ist Schuhe. Die sind in 5 Minuten weg. Magische Schuhe. Was will der da? Also, die sind halt jeden Augenblick weggeführt, ne? Und dann schaut der erst serverweit. Macht halt null Sinn. Gott, ist der Himmel hässlich. Mhm. Ein Traum, Mock, oder ist er schon weg? Gerade noch, bevor ich gerollt habe. Baby, du kleine Ratte. Was denn? Dein Mob weggelootet. Ja, ich hab aus Versehen nicht im Wasser angeklickt. Seh's. Huna ist sauer, weil er nicht den ganzen Loot gekriegt hat. Vor allem du. Hat. Er hat aber recht, weil ich habe nämlich ernsthaft abgebrochen. War auch ein falscher Mob. Huna, wir können auch looten, das ist ja schon klar, ne? Und ich habe gestern 300 Millionen ausgegeben, das und hat richtig weh getan. Ja, und ich habe auch... Was hast du denn 300 Mille ausgegeben? 250, die neue Waffe gekauft, den Unterfuse, weil ich erst einen falschen hatte. Habe ich mir den alten, gecrafteten Unterfuse gekauft. Alte Crafting Pathway. Das ist, Crafting nach oben machen und... Mhm. Ja, aber bis dahin. Ja, weil das Ding halt schon ungefused fast besser war als meine alte. Und jetzt habe ich unten drunter die alte Crafting gepackt, die ich einfach gekauft habe. Und das Ding auf plus 6 mittlerweile. Das geht halt locker hochgeplossen bei mir. Aber ich habe keine Lust, das sonderlich hochzuziehen, weil es voll teuer ist. Dann Scherben. Los geht's. Habt ihr alle Schatten? Ja, ich sehe die Dinger auch nicht. Das ist echt der doofe Painter-Sort. Also. Weil er der doofe Painter ist. Ah,
Apropos Dover Painter, ich hab uns mal was für Stella gegönnt. Warte, warte. Baba. Was ist das? Hier Juice um 50% für Schwabi. Rein? Rein? Wohin wir? Raus. Hat 55 Sekunden CD und hält eine Minute lang. Rein. Ja, damit ist es nicht so schlimm mehr, wenn wir verkacken. Jetzt. Ja. Falls es dann auf Schwabi drauf geht. Normalfall schon, also auf den hier geht's auch drauf. Okay, dann falls es auf Schwabi zählt. Müssen wir gucken. Ich will's eigentlich nicht austesten. Ja, aber Normalfall eigentlich schon, in Makana hat's damals auch gezählt. Also, genau bei meinem Para ist Du hast dein Dingsbums. Ich weiß. Aber. Du hast es nicht aktiv. Doch, hattest du? Er hat gerade zwei Hits. Wow. Hat gerade zwei Hits gefressen. Sag mal, hast du gerade PvE an, Pascal? Ich hab PvE an. Weil du so unglaublich. Weil er frisst gerade echt hart, ne? Ja, ich bin Stoffi halt, ne? Wir sind auch Stoffi. Ich die Ausrede zählt nicht. Raus! Ich war doch draußen. Rein, noch nicht aufstehen, Body. Nee, nee. Raus. Dann geht auch noch recht. Immer, ich hab das im Gespür. Ich habe jetzt das erste Mal ein Ohrwurm. Du kennst wahrscheinlich Pocahontas, ne? Oh, ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, es tut mir leid, Wodkahontas. Ohne Scheiß, das geht mir voll auf so, wenn ich dieses Lied höre. So, es tut mir leid, Wodkahontas. Okay. Wir haben auch keine Loop auf Garten mehr. Nee. Haben wir voll vergessen. Ja, ja. Ja. Ist ja nicht so, als hätte bisher der Loop-Buff irgendwas geholfen. Irgendwie nicht wirklich. Huna gibt sogar die Quest beim NPC ab, wie löblich. So, was müssen wir jetzt noch machen? Lookbooks können wir machen. Wir haben Makana durch, wir haben Brumme durch. Wir haben eigentlich alles durch. Wollen wir die Elite-Snover machen? Die Elite-Snover? Für Lookbooks? Da gibt's auch dieses Mal Genesis-Kristalle, deswegen. Variant, bist du wieder da? Du wolltest doch so gerne mit. Wenn wir schon laufen. Die gehen halt alleine, sind die halt ätzend. Aber zu viert, wir vier sollten die relativ schnell runterkriegen. Ach, wie man einfach mal ignoriert wird. Machen wir viel Aua, Aua, oder? Nö. Halten die einfach nur aus. Also beides. Du musst die halt schon stunnen und so ein Shit. Baby? Ja. Lumiel? Ach, fände ich jetzt unfair, wenn wir es jetzt laufen. War ja. Eigentlich meine Antwort. Body jetzt und dann. Ich würde erst das machen, was wir gemeinsam machen. Eben schnell reinrutschen. Und du machst dein Daddy-Stuff. Okay, dann lade ich die beiden. Mit welchem Schar willst du rein? Wahrscheinlich mit dem Gladi, ne? Ja, dann warte ich bis zum Lux. Ich habe nämlich vorhin was aufgewertet, auch erst. Ah. Aber wenn Huna sagt, er möchte zeitig ins Bettchen, dann mach doch erstmal das. Na, mit Rose. Rose ist wieder da. Röschen. Ich melde in der Zeit mal fix nach. Jetzt habe ich einen Ohrwurm davon. Sehr gut. Das Lied ist aber auch gut. Ja, das ist richtig gut. Curry, was stellst du da an? Die klettert halt in meinen Karton mit den ganzen Papieren rein. Hi. Hi Rose. Hi Rose. Hallo. Letztes Mal heute. Stimme kaputt. RIP. Yep. Und was für eine Pizza gab's? Pizza Tonno, aber mit Zwiebeln, weil die den extra Wunsch nicht gelesen haben und blöd sind. Tonno ist mit Zwiebeln nicht. Thunfisch, ne? Ja. Ja, genau. Der Kraut ist schon wieder. Mhm. Abend, Vodka. Hi. Ich trinke mit dem Kastenspielzeug, warum auch immer.
Das ist aber lieb von dir. Immer. Und habe ich irgendwas Spannendes verpasst? Huna streamt. Ja. Ja, das habe ich mitbekommen. Hat mir auch schon geschrieben. Und sie hat einen guten Pizzageschmack. Nein. Also wenn man jetzt kein Vegetarier ist oder Veganer ist, ich finde Thunfisch einfach so schon widerlich. Das riecht schon ungeil. Entry. Ich liebe Thunfisch. Ich würde sagen, Pizza und Salat geil. Oder so ein Thunfisch vielleicht, aber ist auch noch gut. Alles andere an Fisch finde ich auch doof. Aber Kerl, was machst du da? Deine Kinder, oder? Also ich habe gehört, Huna will zeitig ins Bett. Huna kann mich ja dann hosten. Nein, Scherz. Ich weiß aber nicht, was geht das von da. Sag mal. Was hol dir deine Transfo und hör auf, mir Autotext zu machen. Unglaublich. Leute, denkt dran. Hat er noch Scherben an? Ja. Und das Schöne ist, das ist eine Pol, die kann vielfach Schaden machen. So, dahin. Sie quält schon wieder die Arme. Muss, Brain aufkam. Muss, Huna morgen auch zeitig ins Bett? Ich glaube nicht. Ich meine, Mittwoch ist Serverwartung. Da ist Duschtag. Wir haben morgen aber erst Dienstag, ne? Ja, aber ich weiß, aber morgen Abend hat sie ja gesagt, ob sie da. Erst Donnerstag wieder zeitig. Okay. Weil die Frage wäre dann, wenn ihr drei in diesem Channel anwesende Personen Zeit hätten, ob ihr morgen mit mir nach Makana laufen könntet, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Ich wurde gerade ausgeschlossen. Das echt, ich meine, du kannst auch mitkommen. Ach, das will man doch nicht mit. Huna, punkte dich fort. Aha. Na, du bist uncool, du hast keinen Punkt benutzt. Und? Ey, du bist voll uncool, Huna. Dein Mund. Warte, wen hab ich jetzt von beiden? Jetzt ein Kill. Ich bin halt ja, ziemlich ruhig, Templar. Ich bin halt ungefähr der Einzige, den du nicht ziehen brauchst. Wir brauchen den Kunax-Kill, ne? Ja, Ding. Wenn wir Glück haben, gehen aber unsere Gegner AFK, nachdem sie Kunax gekillt haben. Und wenn sie Kunax am Anfang killen, was sie haben, also nicht dieses Raga. Kriegen wir den. Können wir den Tank machen. Und auf die drei. Und auf die drei. Kommt her, kommt her, kommt her. Oder natürlich auf die drei, auf die drei. Noch. Der hat den Tower Damage abgekriegt. Perfekt. Ja. Ein Kill für uns. Zweimal Tower Damage. Auf die vier rennen. Komm, wir gehen schon mal rüber zum Tank. Wenn sie meinen rauszukommen, erst den Mob machen. Nee, nee, wenn sie meinen. 1-1-1-1-1. Super macht ihr das. Ein Auto-Tank noch. Okay, und der Mob und dann der Tank. Okay, machen wir schon mal Tankschaden, um die 1000 Punkte zu kriegen, falls der Tank stirbt. Und hoffentlich heute nicht verbuggen. Ball kommt schon wieder. Die Mob muss gleich auf der anderen Seite den Mob machen. Mach du mal Huna. Hallo. Da kommt. Erinnert euch nur. Vor allem, sie kommen halt einfach nicht rüber, ne? Ja, die machen den Tank und die bleiben halt einfach drüben. Ja. Machst du mit dem Mob wieder? Sobald der down ist, gehen wir shoppen, ne? Damage-Buff ist irgendwo. Ich renne auf den Damage-Buff. Nee, der ist nirgendwo. Die zwei hatten Damage-Buff, die zwei hatten Damage-Buff. Aha, die hat die. 20 Sekunden noch, bis dahin sollte Kunax noch nicht da sein. Kunax genau dann, wenn wir mit unserem Buff wieder zurückkehren. Aber dieses mit dem Punkt hat sich so eingeschrieben. Das ist halt so bescheuert. Ne? Ja, ja. Oh, es sieht halt so dumm aus.
Okay, 2 verliert jeden Augenblick den Buff. Buff ist weg. Bald kommt Kunax. Danke sehr fürs Schieren, Just Dominic. Danke, danke. Hat die 11 irgendeine Bedeutung? Oder einfach nur so 11? Falls so eine lustige Zahl. Ja, Zahlen können lustig sein. Wenn wir wollen, können wir runterspringen. Nee, okay, nicht mehr. Ich muss mir mal irgendwann die Zeiten aufschreiben, wann Kunax spawnt. Bei ist ein gerecht. Voll der rechte Spieler Kunax. Okay, ich gehe mal eben die nebenan ziehen. Und dann renn ich wieder hoch. Alles gut, ich halte das aus. Die kriegen ihn so nicht. Ja, die wollen. So, Kunax ist unser. Dann lass uns die jetzt fertig machen. Ja, wir gehen auch nicht bei Stufe. Ja, wir sind so 1. höher als die. Lass uns den Mob hier eben auf der Seite killen. Und dann pushen wir gleich gemeinsam mit unserem Tank hoch. 3-3 kommt. Na, der bleibt aber auf Distanz. Lass uns rübergehen zum Tank. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Ist zu weit weg, den krieg ich nicht mehr gezogen. Hier? Soll ich einfach raufgehen? Ja, ne? Ja, geh einfach dann rauf, kann niemand die benutzen, damit die nachher nicht haben. Wir könnten halt auch mit der Gegenseite vom Tank laufen. Dann können sie nicht hochkommen. Huna, die machen Schaden auf dir. Weiß ich, habe auch gerade Schaden auf die 1 gemacht. Ha, du hast mehr Schaden gemacht. Aber der wird schon wieder hochgeheilt. Ich habe einen schon mal ein Target, ne? Schild hast du, Huna? Bitte. Oh, ja. Auf die 3, das ist der einzige, der nach oben ist. Okay, auf den... Ja, ist weg. Auf den Tower. Natürlich. Okay, natürlich. Nach rechts zur Tür laufen, zur Tür laufen. Auf die 2. Scheiße, ist ein Halt. Auf die 1, auf die 1. Huna, geh ein bisschen zurück. Ja, jetzt brüchte ich den hier. Ja, du Templer, dein Ernst, du haust auf mich drauf. Kommst du da raus? Komm, komm, nach links herum gelaufen. Ja, ich kann nicht abbrechen, mein Skill. Okay, als ob ich noch jetzt sterbe noch. Ja. Wenn ich drauf gedrückt habe, muss ich leider mal warten, bis er komplett weg ist. Langsam ist doch bald diesmal noch. Ja. Die haben den nicht gekillt bekommen. Ads machen. Okay, rüber. 1, 1, 1, 1. Nee, 2, 2, 2. Jetzt die 2. Zieh ja, mir die 2. 2. Okay, switch auf 1. Huna, pass auf, du hast kein Schild. Ich hab's Pascal gegeben. Perfekt. Und, ja, die 3 ist schon weggerannt. Dann machst du uns den Mob machen. Beide Mobs beidseitig und dann können wir die 3000 Punkte kaufen. Kühl, bitte. Kunax. Bin drauf. Und mach die Mobs. Weisenheit. Soll es so sein, ne? Ich passe ja gerade auf nur nachher auf. Ich hab ihn halt abgehauen. Ich hab einen Damage noch drauf. Perfekt, so. Ich geh schon mal kaufen, ne? Ich geh schon mal kaufen. Machst du schon mal. Wow, Chloe, hi! Wo kam gerade der Sound her? Kommt ihr auch? Jo. Bin auf dem Weg. Chloe, willst du was schaffen gehen oder was? Komm mal her. Ja, komm hoch. Ich seh dich. Die sitzt halt hinter dem Stuhl. Würdest du auf dem Stuhl sitzen, könnte ich sie euch zeigen, aber naja. Die laufen halt so doof. Okay, lass uns instant auf die 1 gehen. 3, 2, 1. Okay, sie läuft weg. Läuft weg. Lauf nicht zu hart hinterher. Huna, denkt dran, nicht pullbar sein, also wenn dann hier unten stehen. Ach, jetzt rollt so eine Dings hinterher.
Wir sind übrigens Stufe 3 Buff, ne? Wir sollten den Ding gleich easy gekillt kriegen. Okay. Wartet. Ein Target. Drei. Jetzt können wir rein. Eins killen. Perfekt. Zwei killen. Drei killen. Tower killen. Zwei ist immer noch da. Ein Autotech auf die zwei von euch wäre ganz geil. Okay, dann kriegt ihr das. Okay, lass uns den Tower wegballern. Da kommt jemand. Verstand. Das ist die 1 und die 1 killen. Ich kann ihn nicht ziehen. Jetzt kann ich ihn ziehen. Der Tank despawnt gleich. Ach nee, warte, die hatten ja 4 Schaden gemacht. Alles gut. Und Schaden, der Schild ist auch noch da. Gerade despawnt, ne? Luna, geh schon mal auf das Schild. Jetzt. Hört auf 3. Und wieder auf den Tower. Und wieder auf den Tower. Luna? Was denn? 1. Ja, wäre ja schon. Mein Pull kommt immer so spät raus von diesem Scheißding, ey. Wie einer nach den anderen killt, stirbt, weil er hier reinläuft. Sag mal, haben die sich gar nicht. Lol, die haben sich nicht aufgekauft. Der Mage und der Templar sind immer noch Stufe 1 gewesen. Weil sie sich einfach nicht hochgekauft haben. Wow, das ist halt echt traurig. Traurig, traurig. So, jetzt wollten wir Snowa eben killen, ne? Um die Lookbook zu machen. Ich kann es machen, ich hab einen Snowa gerade. Keinen Bock drauf? Oh, was hast du gesagt? Ja. Andere Questen. Wir können auch eine andere machen. Ja, was nun? Ich brauche halt nur 4 Questen halt noch. Naja, wenn wir die Snowa machen, töten wir auch Mobs und dann machst du ja auch gleichzeitig, dass du Mobs killen musst und Quests killen und so weiter. Ja, ich hab halt noch andere Questen, die ich ganz schnell leichter machen kann als die 4 Quests halt, ne? Ja, vor allem wahrscheinlich Titania looten. Hab ich schon. Ja, okay. Also ich muss noch mal 3 Questen fertig machen. Body, willst du mit? Ja, kann man machen. Okay. Wohin? Wohin? Zum 11. Warte, ich muss erstmal wieder da nach Japan hinporten und dann. Ich. Muss ich dafür irgendwelche Quests annehmen? Mm-mm. Das ist die Lookbook, die ist immer da. Das ist dieses komische Häschen da unten, das auf dich zeigt in der Leistung. Ja. Okay, ich dachte, es wäre sonst noch was außer Lookbook. Die können wir dir teilen, aber die machen wir eh nie. Und dann sind wir komme ich halt so halt so nebenbei. Du kannst zum 11. Altar porten. Nimm den Teleporter, die Statue. Und dann zum 11. Ah, hier ist es gerade. Und das hat einmal rumgelaufen. Okay. Hose. Mann, eier, ich mein du mal rum hier, das ist. Na? Echt nicht? Du mal als Tourist. Nee, momentan ganz selten. Kam irgendwie noch nicht ganz so dazu, mich mit Duma zu befassen. Oh, das müssen wir mal ändern. Da gibt's voll coole Sachen. Sowas wie World Bosse, wo du deinen Kolben droppen kannst. Weil war ich ja schon mehrfach mit dabei. Ja, so oft warst du dann. Welchen killen wir jetzt? Dann lass uns den anfangen. Zweimal schon mit dabei. PvE anziehen, falls nicht der Fall ist. Vielleicht kommen wir PvE an, also daher. Hätte ja sein können, dass du für Igumi instinktiv gewechselt hast, weil es ja eigentlich eine PvP-Instanz ist. Feind. Da kam wieder das Spike nicht von KP. Oh Leute, die Elite sind halt richtig ätzend. Wollen wir uns die 20 echt antun? Ja, warte mal. Die gibt halt die, Die 80. Ja. Voll halt. Will mal nicht zu viel. Einer geht ja fit. Ich tu kurz los. Man macht hier eher einen nach einer anderen. Muss halt schon dicke AOEs dabei haben, wenn du hier mehrere ziehen willst.
Soll ich mal einen Kelvin? Ja. Gut. Kann der Stream bezeugen? Ich habe den Schweigen schon die ganze Zeit an. Hm. Huna, wann willst du eigentlich uns baden buffen? Gar nicht. Finde ich ein bisschen uncool von dir. Oh, Morty hat einen. Ja, Morty hat einen. Super. Tritt ein. Hm. Ist aber nicht von ihm. Lol. Jetzt aber. Das scheiß Ding raus, das Ding rein. So. Wieso müssen die Mobs hier so ätzend lange dauern? Und das ist ja mit dir. Ja, vergleich das mal mit dem Rega. Glaub ich, die müssen, wenn wir die so oft killen. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen will. Ist auch eine Sechser-Quest. Ja, gut, okay. Okay. So. Jetzt wäre ich geistig komplett anwesend. Echt? Bist du? Ja. Nice. Hey, den lootet einfach wieder zurück. Okay, hör ich auf zu looten, kannst du halt looten. Ja, du craftest ja noch nicht mal. Ich muss mir die Crafting-Waffen machen, ja. Ich muss jetzt eh nur noch sagen, dass ich kein Interesse mehr an Kugel habe. Wo hast du ihm was gesagt? Ja, ich schaue, du hast was gemacht. Ja, dann schreibe ich ihm eine Nachricht. Weil die Kugel kann ich ja jetzt nicht, das wäre ein bisschen Overkill. Ja, warte, der ist an, ich schieße einfach kurz. Und wer auch die Kugel will, jetzt Kugel hat, anstatt das Kugel hat, ne? Ja, dann würde mir meine World Boss Waffe nichts mehr bringen. Deswegen. Super. Gehst du da hin und sagst, Leute, ich hätte viel lieber die Kugel. Ja, zeig mir auch den Vogel. Könnte der mal bitte. Weil der hätte gedacht, warum würdest du denn aufs Tuch, wenn du die Kugel hättest? Achso, ja? Ich hab irgendwie gedacht, du willst es nicht teilen. So viele, weil sie einen Unterfuß haben wollen. Also, du hast ja gesagt, den Quest hab ich. Ja, die Lookbook schon. Gut. Ah, ich wollte gerade wieder looten. Ich hab, Eno ist gerade geschrieben gehabt, dass du Sven's Book brauchst. Das stimmt, Leute, das ist eh geplant. Da mir eine Harfe schicken, tut mir auch nicht schlecht. Doch. Una, kannst du mir jetzt gleich mal die Quest teilen? Danke sehr. Du sitzt ja einfach hier zu Tag? Ja, ich habe das für heute noch nicht fertig. Ich muss das noch machen. Jo. Mir fehlen noch 4. Noch 10. Oh, ich freue mich nachher auch einfach, um schlafen zu gehen. Ich wäre um 5 Uhr aufgestanden. Ich dachte auch nur so, ich lasse hier das Zeug drin, bitte sehr. Warte, wir müssen mir in die andere Richtung. Das sind keine Mobs mehr. Noch welche, KB? Ha? So, noch einer. Echt, da war noch... Ja, echt. Ach ja, okay. Gut. Sorry, nicht gesehen. End ohne Ende. Leute, wisst ihr was? Wir zocken zwar noch ein bisschen, aber ich werde den Stream beenden. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das hier bei Huna weiter ansehen, aber... Also, wir Huna flamen. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Stream aufhört und ich Huna hoste. So. Hosten. Okay. Laute Nachricht, BTF. Jetzt müsstet ihr... Seht ihr noch mich oder Huna? That's the wrong target. Weiß ich gar nicht, ne? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ahnung, steht aber da. Ja. Jo, hostet gerade dich. Ich bin weg. Mein Stream ist weg. Also kann ich auf Endstream klicken, ne?